So, und das ist das jetzt oder kommt da, hast du noch mehr? Ja, pass auf, ich muss hier mal, weil mal die App, oh, jetzt hat sie sich aufgehangen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ja, ja, gleich. Silvester wartet nicht, Silvester ist 0:01. Du, in Silvester muss man jetzt auch keinen nicht in Stress verfallen, ne? In Silvester ist nur auch noch um 0:03. Aber können wir die nicht einfach ganz normal anzünden? Ja, jetzt das Glas hat doch das Feuerzeug mit dem langen Stiel. Das kann man jetzt alles per App steuern, ich drück, jetzt, pass auf. Ey Schmidt, man muss nicht alles immer per App machen. Man kann einfach sowas, das tut man in eine alte Sektflasche, dann zündet man das an und dann schießt das hoch und dann macht's Peng. Das erkennt mein Gesicht nicht, weil es so dunkel ist. Jetzt mach doch mal Schmidt die. Nee, weil du besoffen bist. Aber dürfen wir hier in Berlin in dieser Straße böllern? Weil es gibt da 61 Zonen, wo man nicht böllern darf. Das ist meine Straße. Die gehört dir, die Straße? Ja, komplett, ja. Und was gilt hier für ein Gesetz? Achtung, Leute. Jetzt mach doch mal Schmidt die. Erstmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bayern! Prost Bayern! Ja! Prost Bayern! Oh, das geht los! Ole, 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 ole! Oh, endlich! Das neue Jahr hat begonnen! Endlich vorbei, das scheiß 2020. Ja, hau ab, ey! Runter vom Hof hier, tritt in den Arsch! Hau ab, ey! Aua! Hör auf, Schmidti! Du Arsch! Hör auf, die meine Beine zu werfen, du dreckige Sau! Schmidt, hör jetzt auf! Schmidt, hör auf jetzt! Hör auf, die zu werfen! Schmidt, nicht den Knallfrosch! Hör jetzt auf! Hier, ja, komm, einen noch! Nicht den Knallfrosch! Thomas, hör jetzt auf! Für jeden Basler, hier! Du Thomas, Alter. Thomas, das ist nicht mehr witzig! Hör auf. Aua, sag mal, ey! Aua! Ey, sag mal, Schmidt, das Ende! Aua! Hör jetzt auf! Hier, ja, ey, komm, hier, nimm noch einen! Nimm das Handy weg! Schmidt, du bist extra nachts wie Nuschi gefallen, um diese Scheiße zu kaufen, oder was? Das habe ich jetzt hier einkassiert! So, hier noch einen aus Polen, ey! Schönen Gruß, Jakob! Sag mal! So, ey, sag mal. Oh Gott, ey. Was hat sich da denn aufgestaut? Ich hab nur noch einen Daumen. Baywatch Berlin. So, also unsere Silvesterparty ist in vollem Gange. Hallo, schön, dass ihr da seid bei Prost Baywatch Neuer. Berlin. Prost Neuer. Frohes Neues. Ja, frohes Neues. So ist es, ne? Oh, also jetzt, ich bin jetzt nicht so abergläubisch und ich weiß auch schon, dass jetzt nicht die sogenannte Pechsträhne der Welt jetzt um 0 Uhr vorbei ist. Das und jetzt denken kommt, aber viele. Na klar denken das viele, weil man ja irgendwie so Kategorien braucht, dass man sich dann irgendwie, man sagt ja auch manchmal, ach, morgen wird das schon anders sein oder so, ne? Wo man genau weiß, es wird natürlich genau nichts anders sein. Man erleichtert sich nur von der Verantwortung, jetzt noch irgendwas regeln zu müssen. Ja. Und dann morgen hat man vielleicht mehr Lust oder so und macht dann dasselbe Problem, fasst man dann nochmal an. Und das macht man im übertragenen Sinne jetzt auch gerade in diesem Jahr, auch wenn man so sagt, oh, in diesem Jahr sterben aber viele Prominente. Das gibt es ja auch so Jahre, wo man sagt, die sterben ja wie die Fliegen in diesem Jahr. Ne? Ja. Nächstes Jahr ist das bestimmt vorbei. Ja. Und denkt, hä? Also natürlich nicht. Wobei doch, war nicht 2019 das Jahr, wo so viele Rockstars gestorben sind und wo dann immer jedes Arschloch bei Facebook gepostet hat, dass sie da bestimmt eine Band im Himmel machen? Mhm. Oh. Erinnert ihr euch noch daran? Ja, dass ich glaube, sie alle so eine Band machen im Himmel? Ah, oh, ja. Und dann können wir da aufs Himmelsfestival gehen. Mhm. Und dann für kommen 200 aber die Scherzkekse der zweiten Generation, das ist wie bei der RAF. Und die haben dann so Gags im Parat, wo sie so deutsche, also Leute, die im Entferntesten ähnlich sehen, posten und dann drüber schreiben, Rest in Peace, Kid Rock. Ja. Also. Das habe ich schon mal gemacht. Oh. Ja, habe ich mir ein bisschen den Shitstorm eingefangen. Da habe ich Fred Fußbräuch gepostet bei Maradona. Ah ja, stimmt. Das fand ich aber witzig. Ja, ich fand das auch witzig. Warum hast du da einen Shitstorm bekommen? Von den Fußbräuchs-Fans? Nee, von, es gibt ja also Ich würde verstehen, dass Fred Fußbräuch nicht mit solchen Schmierfinken wie Maradona in einen Topf geworfen werden will. Nee, also es war dann schon, hätte mich auch jetzt, hab eigentlich gedacht, dass dann eher der Fred, aber nee, es war doch andersrum. Also ach echt? Ich dachte ja, dass hat in der den so eine Fan-Community? Ich dachte, dass in den letzten Jahren gerade auch in Argentinien sich das erledigt hatte. Ja, dass also so eine ironische Distanz hat. Ich dachte spätestens, als Osama Bin Laden verkleidet mit dem Luftgewehr auf seiner eigenen Geburtstagsparty auf seine Gäste geschossen hat, dass er da imagemäßig irgendwann so ein bisschen Federn gelassen hat. Aber offenbar nicht, aber das ist ja so. Ne, ihr erinnert euch daran, wenn die Oma tot ist, erinnert man sich nicht mehr an die letzten 5 Jahre, sondern wie war sie früher. Genau, dann denkt man nicht mehr an Kilobeutel Koks und Privatjet, sondern an die schönen Sachen. So war es bei meiner Oma auch. Da haben sie mehr gedacht. Das
Das war gar kein Puderzucker, was sie da immer auf die Kekse gemacht hat. Nee, das hat natürlich Weltmeisterpuder. Das hat dann. Genau. Omas hat mit der Hand Gottes hat sie Plätzchen gebacken. Ja. Ja, klar. So, ich bin irgendwie ein bisschen besser drauf wieder, habe mich also für alle, die jetzt denken, geht es jetzt direkt wieder mit schlechter Laune los wie letzte Woche? Nein, ich habe mich ein bisschen abgeregt, wie man so sagt. Es musste irgendwie offenbar letzte Woche mal raus. Das war so, das, was Schmidt gerade da mit dem Polenböller zwischen deinen Füßen da rausgelassen hat, das habe ich letzte Woche hier bei Baywatch Berlin gemacht. Und jetzt auch durch diese ganze Weihnachtsfeierei. Das hat also tatsächlich bei mir ein bisschen funktioniert. Ich war super besinnlich. Ja? Ja. Weil das muss man sagen, die letzte Folge kam, haben wir aufgenommen, bevor Heiligabend. Genau. Ne? Und da war irgendwie noch so alles so stressig zusammengeschoben vorher, hat mich alles so ein bisschen genervt. Und mittlerweile bin ich in diesem Stadium, wo ich nicht mehr weiß, welcher Tag ist. Mir ist auch gestern siedenheiß, wie man so sagt, eingefallen, dass heute hier diese Aufzeichnung ist. Ich wäre sonst nicht gekommen. Ja. Und das ist ja eigentlich gut, ne? Also wenn man das hinkriegt. Ich bin so entspannt, es ist wirklich, das hat schon was von Spuken. Andere müssen 5 Jahre Yoga machen, um in diese Stimmung zu kommen, die ich im Moment habe. Das war, wie er richtig sagte, wir hatten ja heute einen Termin. Ja. Ich musste mich also das erste Mal seit langer Zeit mal wieder morgens ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, was so was Ähnliches wie Arbeit ist. Und es ist auch das erste Mal, dass ich das hier wirklich als Arbeit empfinde, eben weil man das Haus verlassen musste. Und ich bin aber so tiefenentspannt. Wenn 2021 so bleibt, Jakob, Klaas, ich gucke da auch euch an, dann wird das ein Gutes. Erleben wir dann einen komplett anderen Schmitty? Ja, nichts mehr Basler. Da kannst du hier den Dalai Lama nachmachen, wenn ich mal wieder rede. Das könnte slightly racist werden, deswegen lasse ich's. Also ich möchte dir jetzt schon mal die Illusion nehmen, dass es so bleiben wird. Sondern es dauert natürlich gefühlte sogenannte 5 Minuten im Büro. Richtig. Bis du wieder der Ferrari im roten Bereich bist, ein rohes Ei. Ich weiß. Und natürlich dich wieder anders fühlst, was aber nicht schlimm ist. Du brauchst das jetzt, um die Batterien aufzuladen. Und dann brauchen wir dich aber auch in diesem angekratzten Zustand, weil da bist du am besten. Da bist du am besten. Ja, ja. Ihr habt noch nie ausprobiert, wie es anders wäre. Nee, aber du wenn bist ich in einem anderen Zustand wäre. Nee, interessiert auch vielleicht wäre ich noch viel besser. Nee, stimmt, nix da, Schmidti. Du bist wie so ein Boxer, der schon 6 Mal in die Schnauze gekriegt hat, schon 3 Mal auf den Brettern lag. Und wenn du dann so richtig mit einem schielenden Auge so rumtaumelst und da deine Kirmesschwinger auspackst und die so einfach nur so in den Ring reinpfefferst, ziellos, ohne Fernrohr, dann bist du am besten, Schmidti. Dann knallst richtig. Bin der Axel Schulz des deutschen Nee, Moment. Du bist schon erfolgreich. Lieber Axel Schulz, nein, du bist dann einer, der dann irgendwoher dann doch noch so eine Mischung aus Lucky Punch und letzte Motivation, dem fällt dann irgendwie noch seine Familie ein und rabums, einen haut er dann noch raus. Ja, ne? Ja. Ich glaube, Axel Schulz war irgendwie wirklich, das war die Geschichte seines Lebens, den haben sie so irgendwie hintrainiert, dass der so von den Großen aus Amerika einfach in die Schnauze geballert kriegt. Genau, der war damit, so das Fallobst. Nee, aber nicht mal, also der wurde einfach so als Muskelberg hingezüchtet und den haben sie gefragt, Axel, sag mal, kannst du auch boxen? Hat der gesagt, ja, kann ich, also ich traue es mir zu. Dann haben sie den so hoch trainiert und haben dann in den USA angerufen und haben dann die ganzen großen Formen und Co. einfach nach Deutschland gebracht, weil RTL da Millionen Gagen gezahlt hat, dann haben die das abgefilmt, wie praktisch Axel Schulz verprügelt wurde. Also die hätten doch einfach einen Dicken und den Bösen auf dem Schulhof filmen können, der den verprügelt und mobbt. Und so war das bei RTL in den 90er Jahren. Und aber das haben ja 20, 30, 40 Millionen Leute gemacht. Die haben aber mal ausgerechnet, das weiß ich noch, in der Zeitung danach, als er gegen François Botha gekämpft hat, den weißen Büffel aus Südafrika. Da haben die dann ausgerechnet, wie viel er pro Schlag verdient hat, den er kassiert hat. Ja. Das heißt, wie viel Geld hat er bekommen für jedes Mal, dass er was auf die Schnauze gekriegt hat. Und das waren irgendwie 16.000, 17.000 Euro. War schon viel. Ja, also für jedes Mal, dass er eins auf die Nuss gekriegt hat, hat es einmal Katsching gemacht und 17.000 Euro sind rübergewandert aufs Konto von Axel Schulz. Und das ist eine Rechnung, da muss ich sagen. Würdet ihr das machen? Naja, das würdet ihr sagen, so komm hier, Tyson Fury, ne? Bitte hau mir auf die Mappe jedes Mal 17.000. Na, der haut dir halt natürlich direkt die Murmel vom Stock, ne? Da stehst du ja nicht mehr auf. Ja, Herr Spencer. Wir hatten hast ja mal Bad Spencer geguckt die Tage? Wir hatten ja mal Wladimir Klitschko bei Zirkus Halligalli zu Gast. Und damals, weiß ich noch, hat mich sehr beeindruckt, neben der Erscheinung und den großen Händen, haben wir irgendwie den Fakt nachgelesen, dass wenn der einen mit voller Kanone eins verbrettert, dann ist das, als ob dich ein Kleinwagen rammt.
Ja. Für den untrainierten Körper. Ja. Also du musst im Grunde die Frage so kann stellen. Gut gehen. Kann gut für gehen. Für wie viel Geld würdest du dich mehrfach mit 50 km/h von einem Twingo anfahren lassen? Gegen den Kopf, wohlgemerkt. Aber das ist ja eigentlich die eigentliche Frage. Ganz kurz zu Klitschko. Den habe ich letztens getroffen, zufällig. Am Maidan? Den Wladimir meinst du. Den anderen, genau. Ja. Und ich glaube, er wusste nicht mehr, wer ich war, hatte ich so den Eindruck. Er war sehr freundlich, weil wir sind uns so entgegengelaufen und es war unvermeidlich, dass wir uns grüßten. Aber so wo denn? Wie bei am Flughafen. Ah. Wie bei keinem Pardon, wenn sie diesen langen Gang aufeinander zugehen. Ja. Und beide schon so denken, was mache ich jetzt gleich, ja? Weil der Blickkontakt war hergestellt, man konnte es also nicht mehr anders machen. Und dann hat er sehr freundlich reagiert, aber so, dass ich den Eindruck hatte, er weiß nicht, wer ich bin. Ich habe nur gesagt, hallo. Er hat gesagt, hallo, schön, dass wir uns einmal wiedersehen. Sehr gut. Ja, und dann ist er weiter, wir hatten auch beide natürlich Mundschutz auf und so. Ne? Naja, daran wird es gelegen haben. Oder, dass er sich nicht mehr so gut Gesichter merken kann, weil der so viel auf die Schnauze gekriegt hat. Aber gut, gute Begrüßung für solche Momente ist immer nah, mein Lieber. Naja, aber man weiß, das ist fast zu viel. Weil man weiß nie, ob das ein Lieber ist im eigenen Leben. Stimmt. Es kann auch sein, dass das ein sehr Geehrter ist. Ja, und nicht ein mein Lieber. Ein großer TV-Produzent von einer großen Produktion, einem großen Produktionshaus, der hat das immer so gemacht, wenn man den im Aufzug getroffen hat oder er im Aufzug auf Mitarbeiter getroffen ist, wo er natürlich keinen Schimmer hatte, was die den ganzen Tag treiben, damit er. Wie bitte, Schmidt, es wird gepiept! Ach so. Weil die natürlich keinen Schimmer haben, was da wieder die Millionen rangescheffelt werden, hat er dann immer gesagt, na, ihr habt auch viel Stress in der Abteilung, ne? Da ist gerade viel los, ne? Dann haben die gesagt, ja, also wir produzieren ja gerade Big Brother. Dann hat er gesagt, kling, aha, Big Brother. Dann sage ich was zu Big Brother. Oder, ja, wir machen ja gerade, was weiß ich, irgendeine Scheiße, irgendein Dreck halt, wird runterputzt, vermisst oder so. Nee, das ist keine Scheiße, das ist ja richtig schöne Sendung. Uiuiui. Wir machen ja gerade vermisst und wir haben da gerade den einen GI da in Orlando wiedergefunden. Und dann hat er gesagt, so, ja, super, das ist toll, tolle Sendung und wieder raus aus dem Auftritt. Wofür ich einen großen TV-Produzenten immer bewundert habe, dass genau wie du es beschreibst, er hat so gefragt, na, habt ihr viel Stress? Dann hat man Luft geholt, in dem Moment hat er völlig abgeschaltet und an irgendwas komplett anderes, wahrscheinlich auf die Malediven geträumt. Hat er gesagt, ja gut. Aber das ist auch ein Management-Skill. Ganz ehrlich, ich möchte auch niemanden haben, der ein großes Unternehmen managt, mit dem er vielleicht auch noch zusammenarbeitet. Reden kann, ne? Nein, aber was, der sich da interessiert für euren Kram. Also ganz ehrlich, er kann sich nicht im Aufzug da eure Privatscheiße doch, da anhören. Nein, der muss Zahlen und Bilanzen, der muss da alles regeln, der muss managen, der kann sich nicht vollmüllen lassen mit eurem Egalzeug. Wenn man ein bisschen das heißt, Herz zeigen. Nein, ja, macht er doch. Er fragt nach, aber das ist doch normal, dass er das nicht wirklich wissen will, wie es euch auf geht. Auf welche Größe müssen wir denn Florida aufpumpen, damit mir egal sein darf, was ihr so mir erzählt? Ja, also offenbar ist das ja schon geschehen. Anhören muss es dir, aber du musst es dir nicht merken. Anhören muss er sich das ja auch. Gut, stimmt. Du musst dir das nur nicht merken. Gut. Das ist der große Unterschied. Gut. Und das ist auch immer gut, wenn man, aber sowieso, das ist auch tatsächlich ein Management-Skill, das sieht man auch oft bei so Managern, kurz bevor sie ins Flugzeug einsteigen, wo sie dann ihre Assistentin noch schnell vollmüllen mit irgendwelchem Rotz, weil sie jetzt gleich eine Stunde nicht anrufen können. Das heißt, da wird noch schnell der ganze Stress abgeladen und so bis zur letzten Sekunde wird gesagt, also Frau so und so, jetzt hören Sie mal eben, also wenn Sie da noch mal eben anrufen, wenn Sie das noch mal eben, und da müssen wir auch noch mal nachschauen und da müssen wir noch einmal reingucken und da suchen Sie mir bitte einmal die Zahl daraus. Ja, danke bitte. Ne, ich höre Sie gerade nicht. Ja, ich muss mal kurz einschalten, mal ganz, da darf ich einmal hier bitte an das Gepäckfach? Danke. Oh. So, nee, Frau, also unten steht eine Zahl. Die ist wichtig und die geben Sie mal bitte dem Herrn Schindler weiter. So, und so wird das dann gemacht. So war es eben auch, als ich hier zum Podcast gelaufen bin, habe ich Jakob getroffen. Der saß im Auto, hat telefoniert, habe ich so angeklopft. Ne? Genau so. Aber er hat halt nicht die Assistentin angerufen oder so, sondern den Bäcker, ne? Der hat das Brot vorbestellt. Ne? So ist es. Und da sagst du dem dann ganz genau, was für Körner er da wohin drücken muss da in dem. Ja, der kann es doch nicht selber backen, Leute. Muss da doch nach Rezept. Wisst ihr, was ich jetzt mal machen will? Also vielleicht auch damit diese Entspannung, die du heute hier so ausgerollt hast und gesagt hast, wäre schön, wenn das ganze Jahr so bliebe. Ne? Es bringt ja nichts, wenn man dich einfach praktisch wie so ein technisches Gerät einmal kurz ausschaltet 2 Wochen und dann wieder anmacht und im Prinzip hat man dieselbe
Programmierungsfehler wie vorher. So, ne? So ist es ja gerade. Ne? Genau. Man schaltet dich aus, stellt dich in die Ecke, hängt dich an Strom. Ja. Natürlich fühlt sich das erstmal schön an, aber wenn du dann wieder normal lostiger musst. Du musst nicht in Technikbildern reden. Doch, ich verstehe es auch so. Ich habe das Gefühl, du hast zum ersten Mal verstanden, was der Klaas hier sagen will. Du kannst auch sagen, du hast Urlaub so gerade. Ne? Das sollen wir nur noch so machen. Na, ich möchte ihm verdeutlichen, mit so einem iPad vergleichen. Nein, aber ich möchte ihm verdeutlichen, welche Art von Entspannung er hier gerade. Du bist im Standby-Modus. Verstehst nee, du? Er ist du richtig aus. Ja. Er ist richtig runtergefahren, was man nicht machen also soll. Also das Einzige, was ihr mir vermittelt, ich komme wieder auf Axel Schulz, wie der in den Ring steigen musste mit den zwei Arschlöchern. So geht es mir auch schon wieder. Wie, und wir haben das neue Jahr. Hatte der zwei Arschlöcher? Nein, du hast ja vorhin gemeint, so also George Foreman und was weiß ich, der musste dann mit so Killern ach, da rein. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Skill von ihm. Ja. Ja. Was wolltest du denn mit deinen... Dass Fackelmann darauf angesprungen ist. Den nehmen wir. Wir nehmen den mit den zwei Arschlöchern. So einen Werbeträger hatten wir noch nie. So, ich wollte sagen, dass willst man... Willst jetzt Schmidti gut drauf machen? Oder was? Ja, und dich vielleicht auch. Und mich vielleicht auch, weil es gibt jetzt Angebote, die kann man nutzen, um sich nachhaltig besser drauf zu machen. Nämlich erleuchtet zu sein und vielleicht auch mal in den Einklang mit der Natur zu kommen. Das schafft man nicht selber, vor allen Dingen wir nicht. Da braucht man jemanden, der einen da anleitet. Und wenn man ein ganz bisschen Geld zur Seite geschafft hat, dann kann man jetzt... Und natürlich, Voranmeldungen sind jetzt möglich. Nach Corona geht es erst los. Denn es ist verbunden mit einer großen Reise. Man kann... in den Dschungel reisen und dort dann, ich weiß nicht, so ein paar Wochen oder sowas, ich denke mal 14 Tage würde ich jetzt mal denken, kann man da dann sich selber suchen und es wird einem bei der Suche geholfen. Praktisch ein richtiger Suchtrupp. Und da wird man dann erleuchtet, selbst so schwache Energiesparlampen wie ihr, könnte da nochmal richtig aufleuchten, wenn ihr nämlich eine sinnfindende Dschungelreise mit Jana Palas gebucht. Die ist Schauspielerin, aber wie man weiß, ist sie sehr natur- und spiritualitätsverbunden. Also sie ist so mit sich und dem Geist und der Welt und so. Ja. Und man kann, das habe ich jetzt gesehen, ich bin noch nicht so weiter vorgedrungen, aber man kann jetzt im Dschungel mit ihr zusammen, natürlich, wie gesagt, wenn Corona vorbei ist, da kann man dann hinfliegen, da kann man da in so einem, ich denke mal, Baumhaus wohnen und den ganzen Tag... Dinge machen, die einen mit der Natur verbinden. Das Ganze kostet nur ungefähr 14.000 Euro. Warte, Moment. 140 Euro. Nein, 14.000. 14.000. Sich einmal vom Twingo anfahren lassen. Einmal vom Twingo anfahren lassen und dann kannst du dahin. 14.000 Euro. Ich weiß nicht, ob der Flug da schon mit drin ist. Weil man muss ja erstmal da hinkommen. Ja. Meinst du, billig. Es wird da so ein Fünf-Sterne-Bunker in das Ding? Nee, das ist ja das Ding. Das wird also, aus Palmenblättern selber gebaut, im Prinzip wie beim Duell um die Welt. Was man sagen muss, wenn man sich dann wiederfindet, hat man auf jeden Fall 14.000 Euro weniger. Ja. Also den man findet, der ist minus 14.000 Euro. Der neue Jakob hat Schulden. Schulden. Jetzt müsste das ja nicht alles so schlecht sein. Aber was ist denn da noch das Angebot? Ja, reicht das nicht? Ein dass du auf einmal im Einklang bist mit Geist und Seele, das was reicht schon wieder nicht. Was bietet die denn an? Was braucht man noch? Willst du noch ein Fahrrad oder nein, was bietet die denn an, wenn man in Hotels kommt? Unser die 14.000? Bob Andrews, wer hat er da recherchiert, ey? Und das Einzige, was sie, die fliegt irgendwie in den Dschungel. Jetzt wird es interessant. Das ist das Angebot. Das ist interessant. Wenn man 14.000 Euro für einen Urlaub ausgibt, dann wird man da empfangen mit diesen Tüchern, die so nach Zitrone riechen und die darf man erstmal auf seine Augen machen. Was kriege ich denn hier? Da kriegst du das, was ich gerade gesagt habe. Da gibt es doch Stichpunkte. Was nein. Darf man auf da, was was glaubt ihr, das ist doch nicht der Robinson-Club. Wie ist denn das Angebot formuliert? Ist das, wie steht das denn im Katalog? Also, es ist nicht so, dass morgens um 10 Dart ist, um mittags ist dann Aqua-Jogging, nachmittags ist erstmal eine Runde Bingo und ab 16.30 Uhr ist dann Sinnsuche, sondern da ist den ganzen Tag Sinnsuche. Das ist das komplette Prinzip. Es ist kein Urlaub. Wir fahren nicht irgendwo hin, wo dann abends noch der Clubtanz gemacht wird, sondern... Es sind auch keine Animateure da, die Cats aufführen? Oder Best of Rocky Horror Picture Show? Klingt scheiße. Ja. Gibt's denn einen Begrüßungscocktail? Ayahuasca nehme ich an. Wahrscheinlich gibt's Ayahuasca, dieses Baumrinden-LSD, was wir Yoko mal verabreicht haben. Ja. Ich glaub, das weiß der ich aber der hat da immer nicht. Noch Symptome. Ich habe am Samstag Traumschiff geguckt. Und der sah immer noch so aus, als hätte er gerade Ayahuasca drin. Ja, habt ihr das gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Fantastische Folge. Ja, er ist ja der verkommene Bruder von Silbereisen, dem Kapitän. Der Moritz. Der Moritz. Und der ist da plötzlich in Kapstadt aufgetaucht
weil er, so war die Story, also die Story ist halt normal, Traumschiff, ne, alle haben ihre Liebesprobleme und hier und da und hier fehlt die Bettdecke und so. Und dann geht's nach Kapstadt und da geht dann auch noch jemand verloren, muss dann wieder gesucht werden, das Typische. Und auf einmal, man denkt, die Folge ist jetzt so langsam rum, steht da Joko am Hafen mit einem offensichtlich falschen Schnauzbart und einer dicken Brille und so. Ach, ich dachte, das hätte der sich für das Insta-Foto da dran geklebt. Das war original aus dem Traumschiff. Folge, ja. Das gucken 7 Millionen Leute im ZDF. Und Schmidt, jetzt erzähl doch den Leuten, was die Story war erstmal. Ja, und dann steht er da mit diesem falschen Schnurrbart und muss seinen Bruder, den Flori, quasi sagen, er hat ein Riesenproblem. Und zwar ist da irgendwie eine Ladung von Shampoo, das er sich bestellt hat. Er hat nämlich ein Shampoo-Startup. Wie heißt das denn? Moritz Shampoo, keine Ahnung. Und das ist da von der Shampoo-Mafia ist das verloren gegangen. Und irgendwie muss er das wieder im Hafen finden. Und dann hilft ihm der Flori da den Container mit seinem Shampoo wieder zu richtige finden. Richtige Seifenufer. Ist alles gut. Aber Originalwortlaut im ZDF, 20.15 Uhr, Weihnachtsprogramm, dass Joko auf der Suche ist, weil er Angst hat. Also der hat große Angst vor der Shampoo-Mafia und steht da mit einem angeklebten Bart. Also war das Traumschiff oder TKKG? Ja, Traumschiff. Es war wirklich wie ein Traum. Ne? Das Verrückte ist auch, dass Florian Silbereisen grundsätzlich so spricht, wenn er in der Figur des Kapitäns ist, als würde er immer irgendwen ansagen und moderieren. Er sagt auch, ja, Moritz, was machst du denn hier? Dann sagt Joko so, ja, Mensch, Bruderherz, also mir ist das Shampoo weg und ich bin wegen der Shampoo-Mafia völlig aufgelöst. Ja, Moritz, was soll ich für dich tun? So redet Florian Silber die ganze Zeit. Wer weiß, Zeit. Nein, aber vielleicht ist das der Charakter, den er da spielt. Vielleicht so, will er genau der so Max ein... Parger, ist der Max Parger als Stormschiff-Kapitän. Genau. Und sie versuchen, also was ich sehr toll fand an der Folge ist, sie versuchen ihn so ein bisschen zu James Bondisieren, den Florian Silbereisen. Also er kriegt jetzt so, wenn er ist natürlich sonst in seiner Uniform und wenn er praktisch privat ist, wenn er an Land geht, wenn er in Landgang ist, dann trägt er so bootsige Bootstiefel, so männerige Bootstiefel. Und so wie dann Thomas Hayo sieht er so aus. Er sieht so ein bisschen aus wie Thomas Hayo, aber eher in braunen Ledertönen. Mhm. Also eigentlich genau wie Thomas Hayo, nur in braunen Ledertönen. Und er hat so was Bondiges. Und er ist in dieser Folge, ist er mit dem Motorrad gefahren. Ich fand es sehr beeindruckend, dass der Traumschiffkapitän, ne, der hat ja viel Verantwortung. Der hat viel Verantwortung. Ja, sehr viel Verantwortung. So. Und dann machen die Landgang in Kapstadt. Ja. Und dann kommt irgendein Passagier, kommt an und sagt, du, meine Tochter ist verloren gegangen. Ja. Er hat sie nie gesehen. Und dann macht er da den Liam Neeson. Er hat sie nie gesehen. Und dann macht steigt er wie Renegade aufs Motorrad und fährt mal durch Kapstadt die Straßen ab und sucht und findet sie. Ja, also, sag ich doch. Aber die Folge war super, was ich ja von Joko so ein bisschen weiß, also auch diese Produktion war ein bisschen, hatte unter Corona zu leiden und den Drehbedingungen, deswegen eigentlich ist es ja so, das unausgesprochene Geheimnis ist, man als Schauspieler macht man gerne beim Traumschiff mit, zum einen, weil es natürlich cineastisch großartig ist und weil die Dialoge wirklich vom Feinsten sind, die Drehbücher à la Bonheur, aber auch eben wegen der tollen Reiseziele. Mhm. Man guckt natürlich so ein bisschen Seychellen, Kapstadt und so weiter und so hatte Joko auch für dieses Jahr zugesagt und dann hieß es, ja, Joko, also toll, dass du wieder dabei bist. Also wir erwarten dich dann am so und so viel in Hamburg. Wo erwartet ihr mich? In Hamburg. Ja, wo ist es bei Aruba oder wo ist es da? Ist es bei Fidschi? Also Moment, Hamburg bei Fidschi? Hamburg bei Fidschi? Hamburg. Ist das jetzt, ach so, warte mal, Moment mal, jetzt muss ich mir gerade... Das war jetzt schon das zweite Mal, dass der da auf dem Traumschiff war? Zweite Mal? Ja. Ach so. Es läuft jedes Jahr 25. Traumschiff. Ach so, jetzt raff ich das erst. Ich dachte, da wäre damit, der hätte dann irgendwann wieder seine Marionette da ausgepackt. Nein. Oder seinen Bauchrednerkram. Nein. Ich dachte, das wäre eine Wiederholung. Nein. Der ist da nochmal hin. Folge. Wie sagte Kurt Tucholsky eins, mache einen Fehler nie zweimal, die Auswahl ist doch groß genug. So, und dann hieß es Hamburg. Heute Abend. Kommt die dritte Folge. Auch mit Traumschiff. Joko? Ja. Ich weiß nicht, ob Joko wieder dabei ist, aber wenn es Hamburg ist, ich habe nämlich in der Vorschau... Ja, aber die haben so getan, als wäre es Kapstadt. Aber es war in Hamburg. Und die haben da nur mit Bluescreen, sah aus wie bei Herr der Ringe. Ach. Also die haben halt überall Greenscreen hingehangen. Ja. Und das Schiff liegt nur im Hafen. Ja. Und die simulieren mit Greenscreen, dass das fährt. Und das ist ja die richtige Scheiße. Du hast dazu gesagt, dann wirst du da auf die... Wie geht man eigentlich um? Der Flori Silbereisen, der hat doch Till Lindemann tätowiert. Ist es so? Der hat doch Till Lindemann auf dem Arm tätowiert. Wie sieht man das? Sieht man das? Ja. Ah, nein, Moment, ich habe jetzt verwechselt. Das Quatsch, nein. Er hat Helene Fischer tätowiert. Sophia Tomalla hatte Till Lindemann. So rum war's.
Das jetzt habe ich das durcheinander gekriegt. Das kann man ja. Er hat Helene Fischer, ja, hat so. Flori und Till Lindemann hat Sophia Tomalla tätowiert. So rum macht's, wird ein Schuh draus. Das, aber ja, sieht man das oder der, ist das schon weggelasert? Bei der Thomas Hayo-Version. Also immer, wenn er das Schiff verlässt, sieht man auch die Tattoos am Arm. Aber sind die jetzt, also werden die jetzt noch gelasert? Oder? Es sieht aber nicht nach Helene Fischer aus, ehrlich gesagt. Der hat da so Tribal und... Ja, ich glaube, es ist ein bisschen weiter oben. Halt. Ich glaube, es ist am Oberarm. Wenn man das dann vielleicht, wenn er da mal irgendwie in so einem Unterhemd vielleicht mal rumläuft oder so. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er diese offen ausgestellte Freundschaft, die ja jetzt noch pflegen, also Florian Silbereisen und Helene Fischer, die besuchen sich ja auch in ihren Shows manchmal und so. Das heißt also, offenbar ist da jetzt nicht der große Krieg ausgebrochen, sondern man versteht sich. Man versteht sich, ja. Könnte mir vorstellen, dass er auch nach außen hin diese Freundschaft ein bisschen aufrechterhält, damit er das Tattoo nicht so aufwendig weglasern muss. Damit er immer sagen kann, wir verstehen uns ja noch. Ja. Weißt du, wenn du jetzt offenen Streit hättest und jeder weiß, die hassen sich bis aufs Blut und so, da ist natürlich scheiße mit dem Tattoo. Da musst du das ja irgendwann wegmachen. So kannst du sagen, naja, hat nicht sollen sein, war ein Teil meines Lebens und ich halte praktisch wie als Tagebuch meines Lebens so mein linker Arm unten, als ich noch Maori war und oben halt praktisch die Zeit, in der ich mit Helene Fischer zusammen war. Das halte ich jetzt so fest. Das geht aber nur, wenn man sich gut versteht. Könnte sein, dass da Kalkül hintersteckt, dass er einfach sagt, das tut wahnsinnig weh, da diese Laserei. Da, ne, als wenn man sich noch gut versteht wegen der Kinder, so ungefähr. Ne? Ja. Nur halt in dem Fall wegen dem Tattoo. Was beim Traumschiff auch immer dazugehört, ist der, wir haben eben schon drüber gesprochen, der sogenannte Begrüßungscocktail. Mhm. Und ich möchte mit euch jetzt mal ein Experiment wagen. Bitte, ihr habt ja alle Getränke. Ja. Nehmt die mal so hin. Macht mal das auf, Klaas. Mit den Zehen, meine Güte. Mann, jetzt Mann. Nehmt ihr erstmal so einen Schluck. Erstmal nur einen Schluck. Schmeckt normal, ne? Ja, mit dem Raclette von gestern Abend. Einfach ganz normales Erlebnis, ne? Und jetzt mache ich was ich hier auch schon mal besprochen habe, im Zusammenhang mit dem Sundowner. Jetzt serviere ich euch einen Begrüßungscocktail. Na Prost, Rudy. Herzlich willkommen an Bord. Hallo. Klaas. Herzlich willkommen. Alles Gute. Das werden schöne zwei Wochen. Jetzt probiert mal. Boah, ist das nicht lecker? Das schmeckt nach aufgehender Sonne. Ja. Wirklich, ich habe das Gefühl, die Sonne geht gleich auf und dann zwei Wochen nicht mehr unter. Das schmeckt nach Außenkabine. Ja, ja, nach Achterdeck. Ja. Irgendwo nach frischem Wind, nach Möwen auf dem Poller. Captain's Dinner, besoffen im Pool auf der AIDA. Genau, mit einer Schwimmnudel. Besoffen mit einer Schwimmnudel im seichten Chlorwasser treiben. Aber das ist mein Tipp an Urlaub alle, halt. An alle HörerInnen. Wenn man mal so einen Sprudel hat, weißt du, was aus Versehen ohne Deckel im Kühlschrank war und man will das nicht wegschütten, dann einfach ins Glas und sagen, so, das ist jetzt mein Begrüßungscocktail. Ich habe den Eindruck, du hast so viele Gedankenreisen den ganzen Tag. Ja. Bist du überhaupt irgendwann mal in unserer Realität, bist du wirklich bei uns oder bist du den ganzen Tag auf Gedankenreise? Ne, ich bin eigentlich den ganzen Tag auf Reise an die schönen Urlaubsziele dieser Welt. Ja, ich habe auch so ein großes Tablebook, da sind die schönsten Hotels der Welt drin. Ja, wie auch. Das Witzige ist, das ist nicht, da kann man sagen, das ist so ein kleines Broschürchen oder so. Das sind zwei dicke, dicke Wälzer, die sind so groß. Ja. Ne? Halber Meter hoch, halber Meter breit. Und da träumst du dich schon immer. Da träume ich mich. Ich liebe diese Bücher. Ja, ich liebe diese auch. Bücher. Ja. Ich habe da auch ganz viele von. Ich habe ohne Scheiß, ich habe da nur Berghütten. Habe ich auch. Habe ich aber auch so Wood Cabins und so, die man sich so angucken kann, wo irgendwelche Typen dann irgendwo in Kanada im Wald dann da mit so geilem Holz da irgendwas hingebaut Österreich, haben. Schweiz, Berghütten, wo man so hinwandern kann. Ach so? Ja. Nee, ich habe sowas nicht. Nein, ich habe so voll verspiegelte Sachen, die irgendwo stehen und man praktisch erst sieht, wenn man dagegen knallt. Was ich jetzt auch gemacht habe, weil passend zur Frage ist, dass, da merke ich auch, dass es wirklich mit mir psychisch bergab geht. Bei YouTube kannst du so Touren dir anschauen, wie Leute neue Hotels entdecken. Und das ist dann so praktisch Point-of-View-mäßig gefilmt. Und dann gehen die so Instagram ist das auf doch. Den Seychellen. Ja, das ist wirklich, das sind 10, 20-minütige Videos. Dann laufen Jörn die erst über den Schrank. Dich. Nein, du siehst nur das, was die Kamera, als wären das deine Augen. Läufst erst so über den Strand, dann über so Holzdinger in diese Hütten, weißt du, die so direkt im Wasser sind. Ja, das mit meiner Virtual-Reality-Brille kannst du hier irgendwo in Berlin, Pankow, im feuchten Keller, kannst du auf den Seychellen über einen Steg laufen. Oh, das ist halt völlig möglich. Benutzt das du diese Brille noch? Ja, ab und ja, zu. Cool. Ja. Na, jetzt aktuell nicht so. Nein, nicht so viel. Aber das war auch nicht der Plan. Also ich wollte jetzt nicht jeden Tag mich in fremde Welten, ich wollte jetzt nicht jeden Tag eine hohe Planke entlang laufen und dann Höhenangstgefühle haben. Das ist ja klar, dass das etwas ist, das macht man mal und dann erstmal auch wieder nicht. So kannst wie, du mir die ausleihen? Ja.
Ja, dann kann ich da Urlaub buchen. Ja, kannst du machen. Und dann kannst du da überall rumlaufen, du kannst ja überall auf der Welt sein. Ja. Ja, da gibt es eine sehr gute Doku über Tschernobyl beispielsweise. Oh nee. Da steht man also in Tschernobyl neben so einem Typen, der einem alles erklärt. Und so, so Seychellen habe ich noch nicht gefunden, gibt es aber bestimmt auch. Wie kamen die Entwickler drauf, erstmal Pripyat da einzugeben, anstatt Seychellen? Ja, aber du musst ja auch mal sehen, er kauft sich diese Brille, ne, und hat uns damit in der Mittagspause belästigt. Ja. Und er lädt sich halt nicht die Seychellen runter, sondern Pripyat. Ja, ja, weil das interessant ist, weil auf die Seychellen, da kann man ja hin. Aber da kannst du ja nicht hingehen, da tickt der Geigerzähler nach wie vor. Da will ich mich da nicht neben irgendeinen glühenden Stein da stellen und sagen, mal anfassen, sagen, was ist das denn? Ist der noch heiß? Sondern da möchte ich tatsächlich nicht zu denen gehört, wo man sagt, ja, jetzt haben wir Erkenntnisse über Langzeitschäden hier. Sondern das gucke ich mir dann lieber so in der VR-Brille an und denke dann, ja. Ist übrigens das Top-1-Reiseziel, das mir immer von Zuschauern zugeschickt wird, dass wir Joko und Klaas doch mal nach Tschernobyl schicken sollen. Wird wirklich, kommt fast jede Woche. Klassische Fans, die sowas vorschlagen. Also es ist tatsächlich, muss man ja auch sagen, also wir wollen jetzt nicht nochmal die ganze Katastrophe von Tschernobyl hier ausrollen, aber es ist natürlich auch ein absoluter Wahnsinn. Also es ist natürlich hochinteressant, was da, also auch politisch, was da passiert ist und so. Das war ja nicht einfach nur eine tatsächliche Katastrophe, sondern die eigentliche Katastrophe war die Politik drumherum und wie drüber gesprochen wurde und so. Und natürlich ist das anwendbar auf ganz viele andere Sachen und so. Insofern ist das schon interessant. Man sollte sich schon damit befassen, auch wenn man die Welt verstehen will, wie sie war und wie sie vielleicht immer noch irgendwo ist auf der Welt. Und auch das zu sehen, ne? Also zu sehen, wie da was verlassen wurde und wie auf einmal alles vorbei sein kann, weil ein paar Leute sich entschieden haben, nicht die Wahrheit zu sagen, ist schon interessant. Serie gucken. Ja, sehr gut. Wahnsinns gute Serie, Tschernobyl. Das stimmt, ja. Werbung. Na, wisst ihr noch, was Clark ist? Wahrscheinlich schon, denn entweder benutzt ihr es schon auf unseren Hinweis, schon vor einigen Wochen und Monaten, da haben wir schon mal drüber gesprochen, oder ihr lernt es von mir aus jetzt kennen. Das ist ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, die es total leicht macht zu gucken, welche Versicherungen, die ich habe, sind tatsächlich sinnvoll oder vielleicht nicht so sinnvoll, weil ein bisschen zu teuer, welche brauche ich wirklich und was sind vor allem die besseren. Da hilft einem Clark mit einer ganz, ganz einfachen App, die einem Zugang dazu bringt und checkt mal alles durch. Das heißt, man kann also sein Leben so ein bisschen besser und sicherer organisieren. Wenn man in der App nicht klarkommt, das möchte ich direkt voranschicken, gibt es auch immer die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, also mit Versicherungsexperten. Man kann die anrufen, man kann Mails schreiben, man kann im Chat sich beraten lassen. Also es gibt auch immer die Möglichkeit der direkten Ansprache und es gibt keinen Papierkram. Ne, weil natürlich alles so funktioniert, wie man das heutzutage machen würde und nicht mehr mit irgendwelchen Aktenordnern, wo man dann nicht weiß, wo alles ist und so. Ne? Und es ist halt super individuell. Ne? Also Clark findet durch seinen Algorithmus für dich aus über 160 möglichen Versicherern den Tarif, der wirklich zu dir passt und zu deiner Lebenssituation. Und da könnte man doch jetzt mal anfangen im neuen Jahr als ersten Vorsatz, den man ganz bequem jetzt auf dem Sofa umsetzen kann, einfach die App runterladen und sich da mal anmelden. Und dann wird das im Grunde für einen schon organisiert und dann ist man optimal und auch günstig dich versichert. Das ist doch mal was Gutes, was man annehmen kann. 2021, irgendwas müssen wir verbessern und das wäre doch mal eine Sache, ich glaube, man schläft ein bisschen ruhiger, wenn das geregelt ist. Es gibt übrigens noch einen Amazon-Gutschein, 30 Euro für alle, die den Code 2021 eingeben, clark.de in Deutschland oder goclark.at für Österreich. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Wir starten ja auch ins Jahr mit neuen Vorsätzen. Mhm. Ne? Und wir wollen ja im besten Fall eine bessere Version unserer selbst, auch ohne die Hilfe von Jana Palaschke. Nee, aber warum auch mit? Also nur 14.000 Euro. Von mir aus mit den 14.000, wenn du die unbedingt ausgeben willst, dann fährst du mit ihr in den Wald. Aber ansonsten habe ich auch noch eine andere Variante, wie wir euch ein bisschen besser machen können. Also so ein Software-Update. Ja, so kann man es sagen. Ich mach dich besser.com. Den Stammhörern, wirklich den richtigen Freaks von Baywatch Berlin, wird es nicht entgangen sein, dass ihr ab und zu mal ein paar Späße auf meine Kosten macht. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen durchs ganze Jahr. Sagen wir mal, 60 Folgen lang kam euer Punching-Ball. Ne? Ich kriege da auch ganz viele Zuschriften, wo mir Leute, denen ich leid tue, dass ich mich mal ein bisschen mehr wehren soll. Nutzt das doch. Und ich weiß, ich halte eher die andere Wange hin.
Das wisst ihr. So, ja, ja. Aber wie Jesus. Also wie esse ich jetzt schon hier? Das Ding ist nur... Jetzt lass ihn doch mal. Nein, ich muss eine Sache kurz direkt sagen. Dieses Marketing, ich ertrage es nicht. Dass er so tut, als wäre er derjenige, der immer einsteckt und immer so. Ne, wie der uns fertig macht hier, wenn die Mikros aus sind. Hä? Wenn der uns in, praktisch in der Struktur unseres Alltages, jetzt nicht in diesem Podcast, da mag sein, dass er dann auch mal, weil er natürlich weiß, das wird hier übertragen, alle hören das, da geht er auch einen Schritt zurück. Ne? Aber wenn keiner hinguckt, wenn man einfach nur in einem Konflikt mit ihm ist und wenn es einfach nur darum geht, ob man eine halbe Stunde eher oder später aufzeichnet oder sowas, ne? Da lässt er hier seine Fratze raus. Und er ist zeigt eben. Zeigt er sein wahres Gesicht. Ganz genau. Und ja. Dass wir das hier. Wenn die Kameras aus sind. Dass wir das hier kanalisieren. Ja. Und ab und zu vielleicht auch mal ein Witzchen machen, ja. Weil uns einfach die Wut manchmal bis hier steht. Ja. Das wissen die Zuschauer natürlich nicht. Da wird ja wieder nur die Hälfte erzählt. Ja, das stimmt. Ja, okay. Sekunde. Also, ja, von mir aus, aber trotzdem, ihr, ist es ja was auch willst jetzt, in eurem Mann. Interesse, dass ihr euch besser macht, oder? Dass ihr irgendwie bessere Menschen sicher, werdet klar, und jeder. Das neue Jahr irgendwie fresh startet. Ja. Ich habe zu Weihnachten was gekriegt, jetzt könnte ich fast schon wieder überleiten in die Technik-Ecke, lasse ich jetzt, denken wir uns mit, nämlich für meine Katzen einen Trigger. Das ist ein kleines Gerät, da ist ein kleiner Button drauf und das macht das Geräusch. Und damit... Ist das wie die Stimme von der Mutter für die, oder? Quasi. Das ist, damit trainiert man Katzen. Ich habe dazu so eine Box gekriegt mit Trainingsmethoden für Katzen, wie man denen zum Beispiel beibringen kann, dass sie so eine Art Pfötchen geben oder dass sie sich einmal im Kreis drehen, bevor sie Futter. Wie funktioniert das? Man hat einen Haufen Leckerlis in der Hand und man verbindet diese Leckerlis immer mit dem Geräusch. Und wenn sie dann was gut machen, also zum Beispiel von A nach B springen, über die von einem Stuhl auf den anderen. Was planst du? Dann macht man kurz so und gibt denen ein Leckerli. Das dann wissen die, oh, ich habe was richtig gemacht, wurde dafür belohnt und das verbinden sie mit dem Geräusch. Das ist doch der Pavlovsche Reflex. Genau. Pavlov klingelt das Glöckchen und dem Mund läuft das Wasser im Mund zusammen. Richtig. Und jetzt habe ich mir hier, ich habe so ein paar Cracker mitgebracht, die ihr gerne mögt. Das sind so von Barbecue-Snacks. Ne? Mag ich gerne. Und immer wenn ihr... Ja, gib doch mal ein paar. Ne, immer wenn ihr was Gutes, wenn ihr mir was Gutes tut, wenn ihr lieb zu mir seid, wenn ihr mich irgendwie lobend erwähnt, wenn ihr mich anlacht, wenn ihr mir die Sonne anstrahlt im Herzen, dann mach ich so und ihr kriegt einen Cracker. Ist das ein Deal? Ich weiß nicht, was du damit vorhast, aber gib mir mal so einen Cracker. Na, kommst du schon ange... Schmitty, du siehst halt schön aus, nun gib mal. Ja, hast du ein Glas auch noch? Ich finde, so wird das nichts, ne? Da merkt man, wie das sehr, sehr dumme Katzen reagieren erst sehr spät auf so einen Trigger. Aber du sprichst die ganze Zeit immer vom Training. Mhm. Ich würde von Manipulation sprechen. Nö, was du da machst. Du hast halt eine verrückt. Schöne Mütze. Klar, ich kann es nicht fassen, dass es dir so schwerfällt, was Liebe soll. Kann man nur Nüsschen oder geht das auch mit Geld? Nee, es geht nur Nüsschen heute. Schmitty, du hast so ein schönes, bezauberndes Lächeln. Ja, bist du gemein, ey. Jetzt legst du was hin, was ihm total Spaß macht. Verstehst du das Prinzip? Sobald er rafft jetzt, er kriegt was, wenn er... Du strahlst von innen raus, Schmitty. Muss man sagen. Komm, Klaas, einmal schaffst du. Schaffst du, komm. Ich glaube an dich. Ich finde... Ich hab dich lieb. Ich finde... Ich hab dich auch lieb. Ja. Du hast eine sehr dichte Bartstruktur, Schmitty. Oh Gott, pflegst du deinen Bart? Das war nur eine Frage. Warum kriegt er dafür? Das ist unfair. Muss ich jetzt mehr zum Bart machen? Der hat nur gefragt, warum kriegt er für die Frage schon ein Nüsschen? Das ist scheiße. Da mach ich nee, auch mal findet Schmitty es gut, wenn ich was zum Bart erzähle. wenn du Interesse an mir hast. Deswegen kann man es so durchgehen. Mach das nicht so kompliziert. Das ist für die andere Katze nicht mehr nachvollziehbar. Der ein Nüsschen kriegt, nur weil der was gefragt hat. Das ist unfair. Und ich bin schon die dümmere Katze. Ja. Mach das nicht so kompliziert. Du bist Fiene. Also bei mir ist Fiene wirklich so blöd. Du hast eine schöne Hose. So. Na komm, das war... Ich hab's kapiert jetzt. Ja. Okay. So, das behalten wir jetzt mal bei für heute. Und dann schauen wir mal. Vielleicht geht das euch in Fleisch und Blut über ihr werdet besser durch Trigger-Training. Ich finde, dass du auch sehr gut Kopfhörer tragen kannst, Schmitty. Jetzt, schräg, aber... Jetzt müssen wir mal gucken, wer hier die dümmste Katze ist. Nee, aber man muss es jetzt... Ich muss ihn ja... Ganz ehrlich. Also nicht, dass am Ende rauskommt, dass du dich selber triggerst. Ich mag deine Schnürsenkel.
jetzt bin ich da in einem Zwist, ne? Auf der einen Seite muss... Die Schnürsenkel sind schön. Der Wille ist ja da für ein Kompliment, ne? Und deswegen muss ich das auch belohnen. Mm. So. Und jetzt... Eine Sekunde, ich muss was raussuchen. Ich finde, dass die Luft um dich herum sehr schön ist. Oh. Du frisst die alle weg, ne? Zack, zack. Meint ihr, dass Konstantin das auch so mit uns gemacht hat, indem er uns hier immer die Croissants hinstellt? Naja, aber der macht mir weil ich habe heute Morgen mich bei kein dem Gedanken... Kein Klickgeräusch. Ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich dachte, ey, jetzt muss ich auch mal echt zum Podcast, ich habe Hunger. Ich bin heute reingekommen und gesagt, irgendwie mag ich es nicht mehr essen. Was? Ja, ich habe heute, wir haben heute hier Kaffee gemacht. Für alle, bevor es losging und so, genau. Und machen also, wir immer. Nee, Pfeif und ich standen da in der Kaffeebar. Ihr habt hier gesessen. So. Und dann haben wir so geguckt und so, und dann hat Pfeife schon so mit angsterfüllten Augen schon gesagt, oh, wir müssen jetzt mal wissen, also welchen Kaffee wir jetzt hier Jakob geben, damit das hier keinen Ärger gibt. Also welcher sieht denn jetzt hier am schönsten aus von den dreien? Er weiß schon, dass wir sind normale Menschen und sehen auch mal über so einen Klecks hinweg, dass da nicht das perfekte Ahornblatt praktisch in den Schaum reingetröpfelt wurde. Das ist für uns okay. Ist für mich auch okay. Es geht um Geschmack. Ja, naja, auf jeden Fall hat er sich das dann angeguckt und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist doch wirklich der Allerschönste und so. Dann haben wir hier noch so herrlich drüber gelacht. Ne? Dann habe ich noch so den so hingestellt und gesagt, weißt du was, Jakob, wir haben gerade drüber geredet, wer hier den besten Kaffee kriegt, damit du hier nicht ausrastest. Dann hat Jakob noch so gelacht, als wäre das ein Witz. Ne? So, und so, ja, haha, ironisch und so. Und dann nimmt er den Kaffee, riecht an dem Kaffee und sagt, so ganz ernst auf einmal. Ne? Man dachte so, der Witz geht weiter. Ne? Aber dann sagt er so ganz ernst, Pfeife, ist das normale Milch? Das kann ich nicht trinken, davon kotze ich. Davon kotze ich leider. Also ich brauche gar keinen Kaffee. Also hier, dann nimm den Kaffee. Also ich brauche gar keinen Kaffee trinken. Jetzt habe ich zu Hause schon einen Kaffee getrunken, in Klammern, der viel besser geschmeckt hat und doppelt so teuer war, nicht aus so einer billigen Maschine und so. Klammer zu. Und da hat er wirklich den Kaffee dann abgelehnt und so. Also das heißt, du bist wirklich heute Morgen vom Spaß Jakob zum echten Jakob ist es wirklich ganz, nicht mehr viel wenige Platz. Wenige Sekunden. Ja, weil ich keine Kuhmilch mag. Da muss ich mich sofort von alles vollkotzen. Und außerdem ist es eh so, was man den ZuhörerInnen auch mal sagen kann, weil ich glaube, dass sie auch Verständnis dafür haben. Es gibt hier eine Maschine, die kostet 100 Mark, glaube ich. Die ist so beschissen, die ist so frech und die muss ich hier jedes Mal anschauen, wenn ich hier in dieses Studio komme. Mhm, diese ganze Maschine sagt, wir hassen euch und wir könnten bist ja unsere eigene Scheiße trinken. Bist du gerade wieder auf Gedankenreise, wo irgendwie Leute, wo es fast eine Frechheit, eine Beleidigung deiner Person ist, wenn man dir Kaffee aus einer 100-Euro-Maschine anbietet? Ja. Die ist wirklich widerwärtig. Also ihr könntet mir lieber ins Maul scheißen und da ein Ahornblatt drauf machen, als dass ich noch einmal diesen Kaffee hier trinke. Schmidt, ich muss sagen, du hast eine sehr schöne Mütze auf heute. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei all den Firmen, die mir immer Kaffee schenken. Danke. Die mir den schicken und die mich damit so unendlich glücklich machen. Zum Beispiel die Kaffeerösterei Ernst in Köln, zu der ich auch privat immer sehr, sehr gerne hingehe. Fantastischer Kaffee, immer nettes Personal, ganz schöner Laden gepiept. In der Südstadt. Ja. Ganz herrlich. Piepen mag wir ich alles, sehr gerne. Piepen wir halt alles weg. Weggepiept. Papp mal auf. Oder ich auch Andraschko-Kaffee. Die haben mir doch diesen tollen Kaffee, die haben mir gleich drei zur Auswahl geschickt, wo ich auch sagen muss, ein fantastischer Kaffee. Gerade der Grand Cru ist super gut, ist eine ganz besondere Bohne. Den habe ich, also der ist sehr, sehr würzig, fast ein bisschen Karamell. Halt mal kurz dein Maul, ganz bitte. Lecker. Halt mal ganz kurz dein Maul. Ich bin heute hier reingekommen und dann habe ich hier mehrere Pakete gesehen und da stand überall Jakob drauf und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, warum kriegt der hier, war ich hier nicht mal der Star? Ja. Was ist los? Warum kriege ich gar nichts? Und dann haben die gesagt, ja, du musst mehr bestellen. Sag, wie bestellen? Wie bestellen? Ja, wie im Internet oder was? Nein, im Podcast, so wie die anderen das machen. Die bestellen ja immer Sachen. Die sagen immer, was sie haben wollen. Nee, falsch. Und sagen dann so oder tun so, als wäre das ihre große Leidenschaft, damit sie irgendwas umsonst kriegen. Mir fällt jetzt, ich bin ein Mann, der alles hat. Das Liebe möchte ich, das Grüße möchte ans Café Heiland können. Auch ihr habt mir was geschickt. Vielen, vielen Dank. Ich gehe immer gern zu euch. Genau, auch da wurde bestellt. Und ich, mir fällt jetzt nichts Spezielles ein. Also kein Produkt und auch keine spezielle Marke. Und ich habe auch kein Bedürfnis. Aber ich möchte mal an alle irgendwas oder an alle Leute, die draußen Sachen verkaufen oder was an den Mann bringen wollen, was vielleicht auch durch mich mal probiert oder angefasst oder benutzt werden soll. Alle Produkte von allen Marken, die jetzt zuhören, schickt mir doch bitte etwas von euch. Ich kann mit sehr vielen verschiedenen Sachen was anfangen. Auch Dichtungsringe von der Dusche? Völlig egal. Das willst du haben, ja, erstmal herschicken. Okay. Ich kann ja dann selber überlegen, ob ich das brauche. Jetzt erstmal schicken
Und ich möchte das gerne einmal haben, damit ich es dann hier auspacken kann. Und ich bin wirklich, ich möchte mich überraschen lassen von der Produktvielfalt dieses Landes, aber auch internationale Produkte nehme ich an. Also mir ist ja aufgefallen, als ich hier einmal gesagt habe, ganz Stollen Deutschland macht nur staubtrockene Drecksstollen. Ja. Das hat die Leute so sehr provoziert, dass wir hier ungefähr ein ganzes Haus aus Stollen bauen können. Und ich glaube, wir haben ja auch schon eine Folge gemacht, wo wir Sachen sehr gelobt haben. Ich glaube, das, was man will, muss man so scharf kritisieren, dass die einem das schicken, um einen vom Gegenteil zu überzeugen. Das haben wir mit der PlayStation probiert, hat nicht geklappt. Stimmt. Nee. Aber deswegen will da ist was dazwischen gekommen, zum Beispiel, dass du sagst, du willst die Scheiße ja, nicht haben, stimmt, ja. Die sollen ihren Dreck für sich behalten und so. Aber ne? Ist ja eigentlich richtig in meiner Logik. Nee, das war so, das ist eigentlich richtig. Ja, aber hat's übertrieben. Ich hab denen gesagt, ich habe gesagt, Sony steckte die PlayStation in den Arsch. Das war der O-Ton. Ja, das war vielleicht zu. Das war vielleicht ein bisschen feiner sein. Wie, dass man sagt zum Beispiel, so ein Mercedes, also ich kann mich nicht so richtig überzeugen. Ich weiß nicht, ob der jetzt so komfortabel ist und ob die Ledersitze da jetzt so gemütlich sind. Weiß ich nicht genau. Müsste man mal testen, aber ich glaube, er ist nix, so ein Mercedes. AMG, 500 PS, braucht man nicht. Ist unnötig. Also da müsste ich ja schon sehr mich überzeugen lassen, dass das dann wirklich gut ist. Jetzt mal neben der Tatsache, dass du uns hier dressieren willst, wie Hunde oder Katzen. So kann man das nicht sagen. Ich finde, Schmidt hat eine das richtig ein schöne Training, Idee gehabt. Keine Dressur. Der hat eine richtig schöne Idee gehabt. Keine Dressur. Mal, der hat sich was überlegt hier. Für Podcast. Nee, für, das ist noch kein für Lob. Die Tatsache, dass er sich was überlegt hat. Willst du den Nuss oder was? Was Schönes hat er sich überlegt. Ja, und? Das ist noch kein Kompliment. Was Gutes hat er sich überlegt. Ja, und? Was ist daran was, so toll? Ich habe mir auch schon mal was Gutes was überlegt. Was Kreatives und? Hat er sich überlegt. Ja, und wo ist das Lob? Dass es kreativ ist. Was er sich überlegt, ist kreativ. Nein, das ist eine Feststellung. Es ist ja eine positive Feststellung. Nee. Wenn ich sage, es ist dumm, was er sich überlegt hat. Nee, dann ist es eine Lüge oder eine Provokation und das andere könnte eine objektive Wahrheit sein. Ich habe die dümmsten Katzen der Welt unter mir, ne? Ja. Ich mag dein Bart. Oh, jetzt hör doch mal auf. Dann, ne? Dafür gibt's nichts. Wie? Dafür gibt's nichts. Ich habe eine neue Rubrik, Leute. Nee, will ich nicht hören, die Scheiße. Ich habe auch eine. Will ich nicht hören, die Scheiße. Halt dein Maul. So. Können wir, das geht, also ich würde gerne eine neue Rubrik machen und zwar, ihr habt ja diese Technik-Ecke und so und ich könnte Schmidts lustige Tier-News könnte ich euch erzählen. Ja, ist okay. So, aber jetzt haben wir natürlich keinen Bumper, den könnte ich jetzt aber live kurz einsingen. Oh, sehr gut. Ich muss mich da aber sehr auf Konsti und Pfeife verlassen, dass die da wirklich so den Hans Zimmer drunter kleben. Das muss so richtig bombastisch, da muss Gänsehaut, da muss einem wirklich so, das ist jetzt nicht die geilste Meldung, also nicht so richtig, richtig mit Pfeffer, wenn man sagt so Schmidts Tierleben oder so. Also da muss wirklich die Musik so richtig dröhnen. Bass, Bass, Bass aus allen Ecken. Kann ich mich drauf verlassen, dass ihr das drunter legt, sonst wird es ein bisschen peinlich hier. Okay, dann singe ich hier. Daumen hoch, mach Pfeife. Da, Konstantin Pfeife, da können wir uns auf jeden Fall drauf verlassen, ne? Auf jeden Fall, dass da jetzt richtig geiler Sound runtergepetert wird, wenn er hier losflötet. Wisst ihr, wer Hans Zimmer ist? Ja, okay, Daumen dann hoch, mache ich das mal. Bühne frei. Herzlich willkommen zu Schmidts lustigen Tier-News. Ja, das war jetzt natürlich für die ZuhörerInnen zu Hause wahrscheinlich spektakulär. Ja, ja. Also wer jetzt so ein Dolby Atmos-System zu Hause hat, der hat sich jetzt erste Mal gesagt, ach komm, hat sich gelohnt, das gekauft zu haben. So, und jetzt die News der Woche. Ne? Ich habe... pass auf, die Headline heißt, Tierheim gibt schlimmste Katze der Welt zur Adoption frei. Und jetzt frage ich euch, liebe Tierfreunde, was macht eine Katze wohl zur schlimmsten Katze der Welt? Mangelndes Training. Aber nein, aber was tippt ihr denn? Weiß nicht. Kackt überall hin oder ist es normal eh? Ja, nee, weil die aggressiv sind die dann. Der rutscht mal die Tatze aus. Der rutscht die Tatze aus und es gibt auch so Katzen, wirklich, da gibt es nur so einen Zentimeter am Körper. Da, wenn du da streichelst, ist okay. Alles andere kriegst du eine gepfeffert. Pretentious Cat. Und wird man da, kommt man da weltweit in die Schlagzeilen, dass man die schlimmste Katze der Welt ist, wenn man mal ab und zu nicht gestreichelt oder kann. Oder ist das die so aussieht wie Hitler? Nee. Es gibt doch eine, die hat so ein kleines Hitlerbärtchen, weißt du, die ist so weiß, aber hat genau an so einer ganz unpassenden Stelle so einen schwarzen Streifen. Nee. Also die Katze heißt Perdita und in North Carolina wird die jetzt vom Tierheim gebührenfrei zur Adoption freigegeben, weil die wussten nicht mehr weiter.
Und ich lese mal kurz vor, was mit dir los ist. Perdita hasse Hunde, Kinder, die Dixie-Chicks, Disney-Filme, Weihnachten und zu guter Letzt Umarmung, heißt es in einem Steckbrief über die Katze. Dafür möge sie es, auf der Lauer zu liegen, sich krank zu stellen und, Zitat, in ihre Seele zu starren, bis sie das Gefühl haben, sich nie wieder freuen zu können. Daher ist die Katze wohl nicht für jeden geeignet. Sie ist Single und bereit, auf soziale inkompetente Weise mit einer sozial inkompetenten Person umzugehen, die was von Intimsphäre versteht. Aha. Ach so, das heißt, wenn man im Prinzip selber komplett sozial verkracht ist, gar nichts mehr hinkriegt und eigentlich kein Haustier will, dann ist man genau die richtige Person. Ja. Auch noch ein Zitat von dem Tierpfleger. Ich schaue sie gerade an und sie rollt sich in ihrem kleinen Bett und sieht dabei so süß und knuffig aus. Aber sobald sie versuchen, sie zu streicheln, schlägt sie sie. Wir dachten erst, dass sie Schmerzen hat und brachten sie zum Tierarzt. Der sagte, nein, diese Katze ist einfach ein Arschloch. Wort hat der Zitat. Tierarzt gesagt? Ja. Diagnose Arschloch. Ja. Ach, ja. Sehr gut. Wie ist vielleicht das, mache ich das. Vielleicht adoptiere ich die Katze. Ich habe meine eigenen Arschlöcher. Komm, sag nochmal was, liebes Jakob. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ob, wenn so ein Tierheim eine Katze zur Adoption freigibt, ob das die nette Formulierung ist, für die wird erschossen. So, ja, du meinst also für Adoption / vogelfrei. Ja. Man darf dann machen, was man will. Wir geben die jetzt also als Tier. Fällt mir der alte Mike Krüger-Witz ein. Papa, Papa, bin ich eigentlich adoptiert? Ja, aber die Leute haben dich wieder zurückgegeben. Damit ist er auf die Bühne gegangen, ne? Ja, das war. Mike Krüger-Witze, wirklich nichts dagegen. Ja. Papa, Papa, kriege ich eine Enzyklopädie? Nix, du fährst mit dem Bus wie die anderen Kinder auch. Das sind typische Mike Krüger-Gags. Ach ja. Warum hasst eine Katze Disney-Filme? Ja, ich glaube, das ist wirklich die Formulierung für sie hasst alles. Also, wenn man Disney-Filme hasst, wenn man Weihnachten hasst, wenn man, also das ist so, wie man sagt, es gibt so ein Café in der Schweiz, die haben so einen Aufkleber, der macht Werbung für dieses Café, da treten also Bands auf und DJs und sowas. Und die Werbung ist, ich hasse Musik. Ich hasse Musik. Und das ist auch so etwas, das kann man ja schwer sagen. Ne? Also es ist, man kann nicht sagen, ich lehne Musik als solches ab, sondern man hasst vielleicht Reggae oder so, das wäre ja nachvollziehbar. Oder irgendwelche anderen Musikrichtungen. Aber zu sagen, ich hasse Musik, ist dann schon eine große Sache und sagt eigentlich aus, dass es ja so nicht gemeint sein kann. Und genau das ist es. Also es macht Werbung für etwas, wo Musik läuft und das alle toll finden und so. Und so ähnlich ist es vielleicht auch damit, dass man sagt, also wenn man sagt, man hasst Weihnachten, man hasst Disney-Filme, dann stimmt offenbar mit dem eigenen Kompass was nicht und nicht mit den Sachen, die gehasst werden. Und sie starrt einen an, dass man die Lebensfreude verliert. Das würde mich echt interessieren. Das kenne ich so von dir. Ja, also ja. Den wollte ich gerade sagen. Also da würde ich diesen Stare-Down, den würde ich mir mal gerne angucken, wer da als erstes aufgibt. Ja. Also ich glaube, irgendwann schleicht sich die Katze weinend vom Hof. 10 € auf Schmidt. Ja, wie so ein Handkampf. Ja. So ein illegaler Stare-Down-Contest unten im Keller hier. Und so und dann mit so ein paar Russen und Leuten hier aus, die man irgendwie ranholt, so Unterwelt, die dann in so einer, mit so Trainingshosen und Chevillon-Lederjacken und so nassen Lappen in der Hand daneben stehen und Schmidt anfeuern und so und auf der anderen Seite diese Katze und dann schauen sich in ihre schwarzen Augen direkt bis auf den Boden ihrer Seele. Und ihr wisst schon, dass da jetzt wieder die Memes erstellt werden, ne? Ja, klar, wenn man so darauf hinweist. Ja, sicher. Klar, immer schön mit der Nase reindrücken, die Leute. Ne? So funktioniert das Internet, lieber Thomas Schmidt. Werbung. Wir reden heute wieder über BookBeat und ja, das neue Jahr ist angebrochen. Wir erwarten einiges vom Jahr 2021, aber sollte man denn nur vom Jahr etwas erwarten oder sind es auch wir, die wir etwas in das Jahr hineingeben müssen, um uns wohler zu fühlen? Es dreht sich ja nicht immer alles nur darum, dass einem was gegeben wird, sondern man muss sich auch optimieren und ein Vorsatz, den man manchmal am tatsächlich haptischen Buche nicht so hinkriegt, nämlich viel zu lesen, das kann man ja vielleicht so mit sich selber im Kompromiss mal als Hörbuchvorsatz sich vornehmen. Und wenn man sich da noch nicht sicher ist, wie gut das läuft, dann empfiehlt sich die App BookBeat. Das ist nämlich eine Hörbuch-App und da könnt ihr unbegrenzt über 75.000 verschiedene Hörbücher euch anhören und euch eben das ganze Wissen, was in Büchern steht, aneignen, aber auf eine Darreichungsform, die einem vielleicht etwas näher ist. Ja, es ist so klar, ne, dass man sich im neuen Jahr dann vornimmt, weniger Schokolade fressen, den Körper stehlen und so. Aber hier den Muskel hier oben im Kopf, hinter der Stirn, den mal so ein bisschen nach vorne petern. Das ist genauso wichtig wie der Bizeps. Ich fange das Jahr an, indem ich die Obama-Biografie mir anhöre. Ja. Mega gut, kann ich nur empfehlen. Damit ist irgendwie, hat man keine Angst mehr vor 2021. So.
All das, wenn ihr möchtet, gibt es natürlich mit einem Monat gratis. Und zwar, wenn ihr euch direkt anmeldet bei bookbeat.de/Baywatch oder einfach mit dem Code Baywatch. Alle Infos dazu und was ihr sonst noch so wissen müsst, in den Shownotes. Werbung Ende! Habt ihr sonst noch Tipps für mich, wie man so 2021 angehen kann? Wie kann ich mich denn verbessern? Ich habe euch jetzt viele Tipps gegeben. Ich hatte noch mal eine Frage an dich vorbereitet, Schmitty. Ja, bitte. Frage an Schmitty. Und zwar kam mir neulich so ein Gedanke, dass im Grunde zwei Arten von Menschen gibt. Mhm. Und jetzt muss ich so eine Art Testfrage stellen an dich und dann weiß ich. Kann ich die Snacks wegpacken? Weiß ich noch nicht. Also ich denke ja. Schmitty, hast du in deinem Jugendzimmer Cola-Büchsen gesammelt? ja. Es gab die Zeit. Ja, ich glaube, also klar, wenn man 10, 11 ist oder so. Es gab aber wirklich, so ein Jahr, wo man Cola-Büchsen gesammelt hat. Ja, ja, das hatten wir alle. Außer wir zwei. Ja. Also wache ich morgens auf und sehe so ein Holzregal und sehe irgendwie Schmittis Jugendzimmer vor meinem geistigen Augen, obwohl ich nicht weiß, wie es aussah, und sehe so eine Pyramide aus besonderen Cola-Dosen. Aus der John Bon Jovi-Edition. Da gab's ja, es gibt ja irgendwie so immer wieder so besondere Dosen, dann auch so zur WM. Die sind einfach alle super geschmacklos und beschissen. Und ich habe auf einmal gesehen, wie du diese besonderen Dosen so da gestapelt hattest. Es ist und habe mich gefragt, ob du so einer bist, über die ich schon als Jugendlicher gelacht habe, dass die wirklich so doof sind und Cola-Dosen, weil da was Besonderes drauf ist, die nicht zu trinken, sondern die so ins Regal zu stellen. Und jetzt kann ich alle meine Fragen dazu stellen, ja, bitte, die ich schon damals hatte. Punkt 1. Was hast du dir von deiner Cola-Dosensammlung versprochen? Also wie war praktisch der große Plan? Also wo soll es hingehen mit der Sammlung? Ist es so, dass man als 17-Jähriger wartet, dass das MoMA anruft? 17, sagt, Alter, ich war nicht 17. Ich bin in dem, wo man auch Ü-Eier sammelt oder sonstige. Ja, okay. Bist du also ein 10-Jähriger. Ich glaube, es bricht sich weiter runter. Also ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, bist du so ein Sammelheini gewesen? Also hattest du immer mal. Ich möchte erstmal die Cola-Dosen bleiben. Du hältst jetzt mal dein Maul. So. Ich beantworte die Frage direkt mal. Klaas, lieber Klaas, das ist eine gute Frage. Nämlich, ich wollte immer Sammler werden, aber mich hat immer ab der zweiten Stufe sozusagen. Ja, das meine ich. Genau. Das wollte ich nämlich, das wäre also jetzt mein Nachsatz. Du hast immer nur das erste Heft gekauft, dass man so das halbe Schiff hat und wenn es ans Sammeln geht, keine Lust mehr. Ich wollte wirklich aus Leidenschaft und liebend gerne mich begeistern, dass ich irgendwas sammle. Das und ist nämlich genauso habe ich es mir nämlich vorgestellt, dass man dann sagt, weil guck mal, bei den Cola-Dosen, wenn man die dann so V-förmig, sternförmig aufstellen konnte, dann waren dann 8 Dosen oder was, das hat den meisten dann gereicht und dann ging es weiter mit irgendwie Schlumpffiguren. Und so oder irgendwie so einem anderen Kram. Mein Freund Norman, der hatte zum Beispiel wahnsinnig viele Schlümpfe, unter anderem die Schlumpfine mit dem Springseil, die war wohl sehr selten. Ja? Ja, sagte er. Und, und das ist nämlich das Ding, dass man dann so anfängt und man identifiziert sich als Kind dann über diese Sammelleidenschaft. Man hat dann das Gefühl, man wäre in dem Moment hauptsächlich einer, der etwas sammelt. Ja. So. Und alles andere wird dann dem so untergeordnet. Ich habe Modellautos gesammelt. Ja, man ist dann aber im Selbstverständnis eines Kindes, ist man dann ein Modellautosammler. Ja, war ich auch. Und alles andere, was sonst so los ist mit einem, persönlich, menschlich und so, das ist erstmal egal. Man ist oben drüber, hat man auf einmal, und deswegen sind, glaube ich, Kinder so Sammeltypen, weil man auf der Suche ist nach so ganz einfachen Identitäten. Ja. Man guckt so, wer bin ich, wer könnte ich sein? Wie bei Jana Palaschke. Ja, nur, aber keine 14.000 Euro kostet. Genau, ich kann sagen, das ist, ich rede von billigen Identitäten, nicht von 14.000 Euro. Sondern so, dass man praktisch wer sein will. Und man ist ganz schnell wer, wenn man sowas hat, dann ist man eben der und grenzt sich damit ab. Ich glaube, daher kommt das. Das ist es 100%. Aber hast du darauf gewartet, dass so jemand, dass deine Mutter sagt, Thomas, komm mal runter, hier ist jemand aus New York. Nee. Und dann kommt raus, da ist der Direktor, die Direktorin vom MoMA. Wieder mal zeigst sagen, du, Jakob, hey, dass du Mr. einfach, Schmidt, dass du keine heard, Ahnung hast. You are collecting the Cola-Dosen. Du arme Fackel, ey. Du hast einfach keine Ahnung, was es heißt, jugendlich zu sein. Wir haben irgendwie auf der Suche nach, du warst einfach schon immer einfach nur Jakob Lund, das Kaffeearschloch. Das warst du schon mit 5 Jahren und hast dich seitdem nie verändert, hast dich nie hinterfragt. Du warst einfach immer nur ein absolutes Arschloch. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt natürlich kannst du dich da nicht mit abfinden, man sich zu hinterfragen, mal sich zu identifizieren mit irgendwas, mal eine Leidenschaft aufbringen zu wollen. Du hast es immer nur für Geld und für Kaffee. Also Schmidt, jetzt kommt die Gretchenfrage. Hast du diese besonderen Cola-Dosen noch irgendwo? Weil die sind heute, das weißt du, die sind heute viel Geld wert. Leck
mich am Arsch. Nee, aber weißt du, das Ding ist, man kann sich ja nicht vorstellen, was wenn die Erwachsenen, so die Kaffeetafel verlassen haben und Jakob so 5, 6 war und die sind dann alle schon mal so in den Flur gegangen, Jacke anziehen, weil Spaziergang machen und Jakob hat gesagt, ja, ich komme gleich und so und ist dann so nochmal um den Tisch gelaufen und hat überall die Reste ausgetrunken, so heimlich. Ja. Ne? Nochmal so den letzten Schluck, der noch so in der Kaffeetasse war von dem guten Filterkaffee. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Wisst ihr, was ich letztens festgestellt habe? Das ist eine... Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe letztens irgendwie so eine Seite gefunden, also ganz viele Bilder so von Stars und von Dingen aus den 90er Jahren. Ah. Also ganz viele Leute, die damals schon so die großen Stars waren, die es heute teilweise immer noch gibt. Und dann gibt es auch immer so Fotos, wo praktisch die 90er Jahre Fotos von denen so Arm in Arm mit dem jetzigen zu sehen sind. Das ist so ein neues Ding, ne? Dass man, also sieht man den Leonardo DiCaprio von früher und den jetzigen und die stehen so Arm in Arm da. Ist so eine Fotomontage, ist halt ganz interessant, das zu sehen. Ja. Und auf dieser Seite hat man alles gesehen. Also dann so rote Teppichfotos von damals, Ausschnitte aus Serien, bestimmte Momente, an die man sich vielleicht auch noch erinnert, bestimmte Filme, Werbungen aus der Zeit, alles, was irgendwie diese ganze Popkultur in so einen Rahmen fasst. Die Popkultur, die ich damals, als ich so ganz klein und jung war, und ihr wahrscheinlich auch so in unserem Alter, so eigentlich so angehimmelt haben, das war eigentlich so... Das war vor allem, war das USA, Amerika, irgendwelche Stars da drüben, die machen irgendwelche geilen Sachen und man wollte da irgendwie mitmachen oder die kennenlernen oder sonst was. Und alles, was ich damals gesehen habe, habe ich da wiedergefunden. Und es war eigentlich aber nicht so ein schöner Rückblick, sondern es hatte eine gewisse Melancholie, weil man immer so gesehen hat, dass das eigentlich, das, was ich damals gesehen habe, wie eine Fata Morgana war. Umso näher das kam, umso mehr dann auf einmal nicht mehr die 90er waren, sondern irgendwann waren die 90er vorbei. So, und all das, was ich damals da so hineinfantasiert habe, was jetzt vielleicht 20-Jährige auch machen mit der Gegenwart, die sie so sehen, aber an die sie jetzt gerade noch nicht rankommen, weil das die Gegenwart anderer Leute ist. So, dass man so merkt, umso näher man da rankommt, man selber wird älter, aber die Jahre gehen ins Land und die Leute, die man da anschaut und die Situationen, in denen sie sich befinden, die werden auch älter und sind vergänglich und so. Und irgendwie ist das ungreifbar und das sind auch alles alte Leute geworden und auf einmal stehen die dann da und jetzt Leute kennen die gar nicht mehr. Also so, dass man zum Beispiel, jetzt bestes Beispiel ist Johnny Depp natürlich. So, man sieht das und man hat damals gedacht, boah, das muss das Allerbeste sein. Und dann diese Feststellung, all das, was ich dachte, was es gibt, gibt es gar nicht in echt, sondern das sind genau diese Bilder, die ich damals schon gesehen habe, die ich mir jetzt auch wieder angucken kann. Ich weiß genau, welches Gefühl ich dazu hatte, aber das ist mein exklusives, eigenes, ausgedachtes Gefühl, was ich dem so zugeordnet habe. Das ist gar nicht in echt da gewesen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen traurig. War das jetzt der neue Christopher Nolan-Film, den du uns erzählt hast? Nein, aber steht dir, was ich meine? Ich fand das irgendwie aber so... Aber bring es mal runter. Also du siehst, hast Johnny Depp natürlich früher angehimmelt. Das war der coole Johnny alle, Depp. Ja, aber alle, nicht den oder jetzt. Oder Hulk Hogan. Also, so. Genau, all das. Und man hat so festgestellt, so geil, wie ich das damals fand, war das schon damals nicht. Sondern das war ich, der das total begeistert entgegengenommen hat und mit meiner dann auch einfachen Sicht auf die Dinge dachte ich, boah, das muss ja Wahnsinn sein. Das ist gerade aktuell genau in Trainspotting, sehr guter Film aus den 90ern. Ja. Und da beschreibt einer der Junkies, er hat eine neue Lebenstheorie. Und dann fragt der andere Junkie so, ja, was hast du denn für eine Theorie? Und dann sagt er, ja, meine Theorie des Lebens ist, man bringt es und irgendwann bringt man es nicht mehr. Ja. Und dann fragt er, das ist deine Theorie? Ja. Und das stimmt. Ja. Und das hast du auch gerade beschrieben. Johnny Depp hat es irgendwann mal gebracht und jetzt bringt es nicht mehr. Vor allen Dingen, man denkt halt so, das will man auch alles haben oder da will man auch hin oder das ist so ein unerklärlich, undefiniertes Ziel, wo es irgendwie so hingeht, so wo der Zug des Lebens offenbar hinfährt, wenn alles gut läuft. Und man stellt so fest, wenn man da ist, ist es weg. Weil dann ist es zu spät. Dann ist das alles nicht mehr da. Man müsste es dann haben, wenn man das so ganz dringend will. Aber da hat man nichts in der Hand, um es zu erreichen, weil es das auch da schon nicht gibt. Sondern weil es immer nur so das eigene ist, was man sich so vorstellt. Das denke ich mir oft bei so, es gibt ja viele Leute, die sind dann 60 und da haben sie auf einmal das Geld, dass sie sich irgendwie so ein Boot kaufen können oder sonstiges. Ne? Also, dass sie es krachen lassen können. Mhm. Es wäre viel geiler, wenn es so umgekehrt wäre. Also, wenn man viel Geld hätte, bis man 30 ist und dann wird es weniger. Das wäre viel fairer, weil dann könnte man wirklich da auf den Malediven den Larry raushängen lassen so und jetzt, du wirst es dann zu einer Zeit, wo es einfach nichts mehr bringt. Na, wenn du mal ist 60 ein bisschen früh, ne, für zu sagen, da bringt es nichts. Also dann gibt es ja vor allem, da gibt es ja auch mittlerweile total erprobte Schneeballsysteme, in denen man total viel, ganz viel Geld hat und dann ein ganzes Leben lang gar nichts mehr. Also das, ja, das stimmt, aber es gibt ja diese Modelle, in denen man ganz schnell super an viel Geld rankommt.
Ist vielleicht auch gesünder, dass ein 20-Jähriger nicht irgendwie auf einmal die Millionen hat. Ne? Das beste Bild dafür ist, wenn man einem 6-Jährigen 5 Euro gibt und den zum Kiosk schickt, dann wird er einfach nur 93.000 Lakritzstangen und sowas und saure Drops holen. Oder wie ich eine Knarre. Oh, nee. Knarren habe ich mir auch mal gekauft. Ja, muss ja wieder zurückbringen. Hat eine riesen Knarrensammlung. Was für einen Knarre hast du dir gekauft? Ja, ich habe gesagt, kann ich mal Geld haben? Na, für was? Ein Ipsheft. Dann hat er gesagt, ja gut. Was ist ein Ipsheft? Ja, da, keine Ahnung, da ist dann sowas drin, so ein Um-die-Ecke-Gucker ist dann da drin. oder Gimmick, irgendwie Gimmick, so ein Gimmick, weißt du, so eine schwarze Mülltüte, die man dann aufbläst, die sich zum Beispiel mit heißer Luft füllt, weil die so schwarz ist, ne? Und dann steigt die so hoch oder sowas, ja. Mama. Darf ich Geld haben? Dann hat die mir dann 3 Euro gegeben oder irgendwas oder 5 Mark. Mehr, das Mark, war teurer, 5 ja. Mark oder irgendwie so. Und dann bin ich zum Kiosk und dann habe ich gesehen, oh, Ipsheft gibt's gar nicht, aber eine Knarre gibt's hier. Dann kaufe ich die. Und dann bin ich mit der Knarre nach Hause und habe gesagt, Ipsheft gab's nicht, aber diese schöne Knarre. Und dann hat Mama gesagt, ja, dann gehst du jetzt wieder zurück und gibst die Knarre zurück. Und ich gesagt, das ist ein Kiosk, da kann man jetzt nicht was umtauschen, das ist ja kein Geschäft. Ja, musste ich aber. Dann habe ich dem Kioskbesitzer ganz unwürdig erklärt, wieso diese Knarre. Oh Gott, nicht, wie peinlich. Nicht was hast du dann gesagt? Habe ich gesagt, ich darf die nicht haben. Kann ich das Geld zurückbekommen? Ist einem das peinlich? Oder wie würde man das klar. Gefühl beschreiben? Ja, aber in dem Alter ist das peinlich. Das war mir peinlich, natürlich. Dass man den Kioskmann sagen, das darf man nicht und haben. Und vor allen Dingen dann, da siehst du dann auch wieder so die Diskrepanz zwischen Mama und Papa. Ich weiß noch, das ist wirklich auch ein harter Satz, ne, der da gesagt wurde. Also wirklich ein harter Satz, den ich wirklich so in Erinnerung noch habe, weil der sich so eingebrannt hat. Mein Vater war eigentlich jetzt kein Waffennah oder irgendwas. Der war auch nicht verrückt und der war auch nicht irgendwie so hart, wie man denken könnte, wenn man diesen Satz jetzt hört. Aber der kam irgendwann von der Geschäftsreise zurück und der hatte mir dann einfach so irgendwo, wahrscheinlich an der Tankstelle oder so, hat er mir dann so eine Knarre gekauft, auch mit so Platzpatronen hinten drin, die aber super echt aussah. Und meine Mutter fand das natürlich nicht so gut, nachdem sie zu Hause da die ganze Pädagogik da walten lässt und dann kommt der Schokoladenpapa und sagt, hier hast du, ne? Mhm. Und dann kommt er nach Hause und der hatte noch seinen Mantel an und so und ich habe mich gefreut, dass er wieder da war und er ist dann so 700 Kilometer Auto gefahren und endlich war Papa wieder da und dann sagt er, pass mal auf und geht an seine Aktentasche und gibt mir so eine Knarre aus Metall so richtig, ne? Und sagt, hier guck mal, das ist eine Walther P38, damit haben sie damals an der Mauer geschossen. Und dann gibt er mir die. Und dann habe ich gesagt, oh, gehen wir dann raus? Nee, kannst hier drin schießen. Und dann habe ich im Flur gestanden und hat es geknallt und hinten hat es da rausgequalmt aus dem Ding. Und es hat richtig laut, meine Schwester hat schon geschlafen, das weiß ich noch, dass dann meine Mutter natürlich stinkesauer, mein Vater überhaupt keine Antennen dafür. Ne? Meine Mutter stand stinkesauer, das weiß ich noch. Ich als kleines Kind habe gemerkt, hier kippt die Stimmung, aber ich will diese Knarre. Und ich stand da mit der Knarre in der Hand, peng, peng. Meine Mutter konnte gar nicht mehr, also sie ist nur deswegen nicht ausgerastet, weil es dann noch lauter gewesen wäre für meine schlafende Schwester. Und ich hatte dieses Ding und das war dann letztendlich, so wie es dann immer so ist, einmal inkonsequent gewesen sein, ne? Und dann bricht der Damm und danach war ich bewaffnet bis an die Zähne. Ja. Dann hatte ich eine Schublade mit so echt aussehenden Knarren. Das würde ich in der heutigen Zeit völlig unvorstellbar, dass man Kinder so ausstattet. Und auch nur vorstellbar wie bei mir auf dem Land. Da konnte ich natürlich da rumlaufen, hatte ohne dass das einer komisch fand. Bin ich mitten durch Berlin gelaufen. Ja, aber ganz ehrlich, heute wird man jetzt nicht mehr mit so einer echt aussehenden Knarre, also nicht mal einen 8-Jährigen am Kotti lang, das wird ja sofort das SEK kommen. Ja. Und wahrscheinlich auch zurecht. Ja. Kann ich sogar bestätigen, ein Mitstudent von mir, der hat Live-Rollenspiele gemacht. Mhm. Das ist noch, das ist noch cooler als Cola-Dosen sammeln. Und der ist dann zu seinen Conventions da in Dortmund, irgendwo in der Vorstadt. Bist du in die Dortmund Convention ist er so hingefahren? Nein, nicht zu den. Der ist aufs Feld. Da haben sie sich da getroffen und dann irgendwie so Kämpfe um die Holde Maid. Ich weiß es nicht, war nie dabei. Aber und dann ist der aber, der hatte kein Auto, also ist er zu Fuß zum Hauptbahnhof, aber war schon als Ritter mit einem riesen Schwert auf dem Rücken verkleidet. Und da kam wirklich, also die Polizei hat ihn zu Boden geknüppelt. Den Ritter. Und wie lange tat dir das noch weh dann? Merkt ihr eigentlich, wie lang es nicht mehr geklickert hat hier? Was sagt euch das? Ja, normal halt. Aber jetzt darf ich mal was fragen? Ja, bitte. Ohne, dass mir jetzt irgendwas unterstellt wird. So Live-Rollenspiele, ne? Ja. Die heißen dann, weiß ich, habe ich vergessen, wie das heißt. Da sind die da irgendwo im Wald und so, ne? Und das ist fantasievoll und so weiter und ist ja, also. Ich glaube, wir müssen noch anders drüber reden, damit Schmitty sich voll öffnen kann. Weißt du, dass wir nicht sagen, so, was eine Kacke, sondern wir sagen, so, das ist ja erstmal was Fantasieanregendes.
man ist mit anderen Leuten. Man würfelt, was für eine Waffe jetzt gegen welche Waffe antritt. Würde dich das interessieren, rein theoretisch, nicht selber hingehen, sondern hast du Verständnis für andere, die genau, dann hingehen? Andere. Erstmal. Mal, die würfeln dann. Dann kommt nee, die so, würfeln doch nicht. Doch, dann kommt Quatsch, so ein dreizackiges Schwert und dann so der andere Würfel. Und dann hat er so eine Lavapflanze. Der hat da eine Lavapflanze und dann gehen die so aufeinander zu und dann würfeln die, wer gewinnt. Nein, die würfeln eben nicht. Du hast ja, das ist wirklich das. Würfeln, ihr holt mich fast aus der Deckung, weil er so ein Blech redet und so keine Ahnung die hat, würfeln nicht, dass ich oder? Da irgendwie. Würfeln die? Oder würfeln die? Da wird nicht gewürfelt, nee. Gott würfelt nicht. Und haben die dann auch so coole Kostüme an, oder? So. Da müssen wir mal jemanden fragen, der das macht. Jetzt, ich wollte doch nur mal wissen, ohne dass ich jetzt von dir Expertise haben was wollte. Was du so drüber weißt zum kann Thema. Kann ich auch mal einmal eine Sache alleine machen? Weil du zerschredderst mir hier meine Parade. Ja, bitte sehr. Du vergeckst das zu früh. Man muss erstmal, weißt du, jetzt theoretisieren wir schon, bevor wir, jetzt kann man es praktisch sein lassen. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Richtig. Ich gehe jetzt auf. Versuch ich packe nämlich jetzt meine Knuspersachen ein. Versuch nochmal. Weil es ist nämlich, ich habe nämlich eigentlich Urlaub. Ich habe Ferien. Ich könnte zu Hause liegen auf meiner Couch. Was hast du denn für eine geile Jacke da, ey? Mit meinen Katzen. Was hast du denn für eine schöne Jacke? Oh, die ist toll. Ist die neu? Nö. Mit meinen Katzen Klickertraining mal, es ist aus. Es gibt nichts mehr. Es wird nichts mehr. Ach komm, dafür kriegst du noch einen. Ja. Ein bisschen noch. Ja, aber jetzt können wir da nochmal kurz drüber reden. Ihr könnt darüber reden, aber ohne mich. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Ich gehe auf die Couch, mache mit meinen Katzen Training. Das hat mehr Sinn als mit euch zwei. Was ist denn das jetzt? Jakob, für ein erzähl Scheiß? Du irgendwas von deinem Live-Rollenspiel und dass ich hier der Elfenkönig war und dass ich irgendwie nachts die Schwerter putze vor meinen Cola-Dosen und so. Das kannst du alles erzählen. Erzähl dann noch ein bisschen, was ich alles an Technik noch habe. Vielleicht habe ich auch irgendwie so eine Schwerter-App oder so. Könnt ihr alles jetzt noch raushauen? Ich kann meinen Enkeln erzählen, das kurz. Bevor Thomas Schmidt diesen Podcast für immer verlassen hat, hat er mir noch eine Nuss gegeben. Nicht für immer, ich komm wieder, da will ich euch auch nichts vormachen. So, ich komme wieder, aber den Blödsinn muss ich mir nicht geben, wenn ich Ferien habe. Ich will nur, okay, wenn hör mal zu. Ja. Ich will dann, bleib hier einfach, dann bist du kurz mal Zuhörer einfach, ja? Ich will nur mal was, ich habe letztens nämlich ein Interview gehört mit einem Live-Rollenspieler und darüber wollte ich einfach nur reden. Sven, ist doch ein Nachvollziehbar. Einfach so, du musst halt jetzt... Lass ihn doch jetzt ja, mal. Komm, ja, jetzt zum vierten Mal. Du bist ihm schon gesagt, dass er seinen Maul halten soll, und zwar genau in der Formulierung. Also er kriegt heute auch ab. Ja, schlimm. Muss man sagen. Also er reagiert natürlich mit Arroganz. Nicht, dass die Leute da Memes draus machen, wie ich ja schon wieder als armer getretener Pudel hier schon wieder bedröppelt reinschaue. Aber jetzt ernsthaft, ich habe während dieses Interviews gedacht, dass wir natürlich, wir nehmen uns natürlich schon eine Menge durch unser zynisches Grundverhalten. Wir ganz viele Sachen, die bestimmt Spaß machen, die im Leben und die irgendwelche Punkte an uns andrücken würden, die wir auch gut finden würden, die sind uns nicht möglich, weil man ja zu cool ist für alles. Mhm. Weil man ja zu zynisch ist für alles, weil das alles scheiße ist, weil die alle blöde sind, die dann da mit dem Schwert durch den Wald rennen. Aber wer weiß, vielleicht macht das ja Spaß, wenn man da auf einmal nicht in seinem echten Leben ist, sondern man ist ein Zauberer, man kann zaubern und so weiter. Und die anderen, ne, weil es kommt ja nur darauf an, man kann dann zaubern, wenn alle sagen, ja, was ist Kunst, wenn alle sagen, das ist Kunst. Wenn alle sagen, ich kann zaubern, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich zaubern kann. Mhm. Wäre doch schön. Ist ja besser, als wenn ich im normalen Leben nicht zaubern kann, wie das ja 37 Jahre schon so ist. So, insofern, vielleicht ist das ja alles gar nicht so schlecht. Und wir machen uns mit unserem Coolheitsgetue, verschließen wir ganz, ganz, ganz viele Türen für immer und ewig. Und dann sitzen wir da und sind dann die coolen Mecker-Opas, die so von der Seitenlinie kommentieren, wie dumm alle anderen sind. Ja, aber dann gehen wir wieder nach Hause, freuen uns über drei Nüsschen hier, wenn wir was Tolles gesagt haben, wenn geklickert wird. Haben aber nicht viel Freude am Leben. Und jetzt das Nächste, sammeln dürfen wir jetzt auch nichts mehr. Ist auch uncool. Ne? Also jetzt nicht Cola-Dosen, man darf ja gar nichts mehr sammeln, ist ja dumm. Aber wenn die Cola-Dosen irgendwann mal viel wert sind, ne? Dann geht einem das auch durch die Lappen. Jetzt auch mal rein finanziell. Ja, das hatte Jakob ja schon praktisch angesprochen, dass dann irgendwann mal, aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Wir haben uns in so eine Ecke rein entwickelt. Tja, außer Kaffeesaufen und cooles Zeug labern ist da nicht mehr viel über, ne? Cool. Ja, also so möchte gern cool natürlich, ne? Sondern wir sagen immer, was die anderen alles falsch machen. Stehst du da, hast nichts mehr zu tun, hast Langeweile, sitzt da, kannst vielleicht mit Mühe und Not nach Netflix gucken, aber da bitte auch nur die richtigen Sachen, ne? Nicht also die für Doofe. Guck dir manchmal so auch so YouTube-Videos von Leuten, die extrem gut können. Vor allem jetzt gerade die Tage, Steph Curry heißt er, dieser Basketballspieler, der hat
vom 3-Meter-Linie 6 Minuten lang wurde ihm immer ein Ball zugeschmissen und er hat 6 Minuten lang die Bälle versenkt. Ja, kann ich ja auch. Ich glaube, 500 Mal irgendwie immer getroffen. Ja. Kann so. Ich ja. Und du denkst dann, okay, was der irgendwie an Potenzial, was ein Potenzial im menschlichen Körper steckt. Ja, ja, wenn man es so abruft. Und wir rufen halt von diesem Potenzial nicht mal 1% ja, ich ab. Finde und das liegt auch daran, nein. Weil man genauso wie du da sitzt, präsig Jakob Lund ist und sich auch irgendwie zu fein dafür nee. Ist, mal über den Tellerrand zu gucken und mal zu gucken, wie man sich noch ein bisschen approven kann, ein bisschen verbessern kann. Nee, so damit, der hat sogar die Hände in den Hosentaschen. Nee, wir können da im ganz Sitzen. Nee, ich mache hier so mit 2-Euro-Stücken, die flippe ich so in der Hose. Nee, aber Schmidt, du bist da auf einem ganz anderen Level. Also wie du da immer die Welt entdeckst mit deinen Döschen da und so und dann deine Rollenspiele, du als irgendwie als Merlin, der Zauberer mit dem ganz weißen Bart. Das ist alles schön, wie du das machst. Ist so, du, hast da, du hast, du bist, da hast das innere Kind noch nicht verloren. Können wir diesen Farce von Punkt. Podcast jetzt endlich beenden? Schmidt, können wir es wirklich? Schmidt, hast du noch mal ganz kurze Frage noch mal hier aus dem Forum, ob du wohl noch die Cola-Dose hast mit einem Rudi Völler drauf? Würdest du die tauschen gegen die Cola-Dose mit einem Bon Jovi drauf? Fragt hier einer. Ja. Und seine hätte wohl keine Delle, sagt er. Also das sind alles so Sachen, ich erwarte von diesem Gremium hier, erwarte ich jetzt nicht, dass man sagt, ach richtig, klar. Ne? Sondern es ist ganz logisch, dass wir nur funktionieren über das sogenannte Einsinken lassen. Sondern niemand wird sich hier die Blöße geben und sagen, ja stimmt. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen, tu hier so cool und deswegen ist mir 3/4 der Welt verschlossen geblieben und so. Das wird hier keiner sagen. Das sag das ich. Ja, du sagst das, weil du natürlich, aber ich rede jetzt eigentlich nur von Jakob. Ich muss Siedler spielen. Ja, genau. Es wird wieder ich gesiedelt. Ich habe wieder 3 Ehren gekauft. Ja, ich muss heute Nacht um 4, muss ich mir einen Wecker stellen, weil da gibt es Feenstaub bei World of Warcraft. Den muss ich mit meiner Gilde noch hin und den abholen. Ja, so. Jakob, nein, eine Sache, bevor wir es beenden, das interessiert mich jetzt wirklich. Ja. Ja? Gab es in deinem Leben mal irgendwas, wo du irgendwas mit Fantasie angegangen hast, dich in irgendeine Welt reingeträumt hast, die nichts mit einem 5-Sterne-Hotel oder mit geilem Essen zu tun hatte, wo du einfach mal Kind warst, wo du dir die Knie blutig gehauen hast, wo du dich geprügelt hast auf dem Schulhof, wo du irgendwie Rockstar warst und hast auf dem Besen gespielt oder keine Ahnung, was man so macht. Gab es irgendwas oder warst du echt einfach immer nur ein westdeutsches Arschloch? Einmal habe ich so einen ganz schönen weißen Bademantel geschenkt bekommen. Das ist eine tolle Kindheitserinnerung. Sag nur alles Liebe, alles Gute. Dann nee, Schmidt, ich glaube, also nach all dem, was Klaas jetzt gesagt hat, was du gesagt hast, das hat bei mir so richtig was so zum Schwingen gebracht. Und ich persönlich brauche jetzt mal so 3 Wochen Pause, wo ich das alles mal so sacken lassen kann. Weil wir haben viel zu wenig Zeit, mal sowas so sacken lassen, zu sacken. Und ich muss das jetzt alles mal so in mir aufnehmen und vielleicht komme ich dann als neuer Mensch wieder. Das wollen wir alle hoffen. Deswegen würde ich mir jetzt wünschen, dass wir jetzt mal so 3 Wochen mal so einen Kopf aufmachen, mal so die Luft so durch und nicht diesen anstrengenden Podcast. Wir haben uns jetzt 60 Wochen Folgen lang, haben uns jetzt für die Fans aufgeopfert und jetzt müssen wir auch mal an uns denken. Also was wir machen werden, ist jetzt tatsächlich eine Jahresanfangspause, damit wir so ein bisschen echte Erlebnisse haben. In diesen 3 Wochen werden wir jetzt rumlaufen und werden Podcast-Material sammeln. Das heißt, wir werden Alltägliches tun. Wir werden immer den Weg hierher und zurückfahren. Ja, genau. Was auf dem Weg passiert. Ja, und wir gucken dann, was so passiert. Und wir probieren jetzt also kuriose Sachen zu machen, überall so Fotos zu machen von so Alltäglichkeiten, wo man sagt, kennen Sie das auch und so. Da muss man ja, um halt die Frage zu stellen, kennen Sie das auch, muss man ja erstmal irgendwas selber erlebt haben und so. Und dafür brauchen wir jetzt diese 3 Wochen Zeit. Ich habe zum Schluss noch eine Sache, um Sie auch ein bisschen auf Trab zu halten in der Zeit. Eine neue Rubrik habe ich nämlich auch. Und diese neue Rubrik, die heißt folgendermaßen. Kinderfragen von Erwachsenen. Und ich habe ab und zu, habe ich solche Fragen. Ich habe manchmal so Fragen, wo man denkt, also das müsste man als Erwachsener doch jetzt eigentlich wissen. Und man kriegt sie auch manchmal von auch jüngeren Menschen gestellt. Ja. Und man kann sie ja nicht beantworten. Und was ich mich jetzt frage, und da können Sie ja mal draußen, liebe ZuhörerInnen, vielleicht arbeitet jemand in dem Bereich, mir das mal erklären, was das soll. Ich habe jetzt auf einer Landstraße gesehen, dass da wirklich, glaube 100 oder 150 Bäume neu eingepflanzt wurden, so an der Seite. So, also zwischen Straße und Fahrradweg ist da so ein kleiner Grünstreifen und da wurden ganz viele kleine junge Bäume eingepflanzt und offenbar erst vor kurzem, so vor 2-3 Monaten nehme ich mal an. Und die sind aber alle so, bis kurz unter die Baumkrone, die natürlich noch alles relativ klein ist, sind die weiß angemalt. Wieso denn das?
sind das so Fake-Birken? Ist die das dann irgendwann. Ich würde tippen, es ist so Parasitenbefallschutz oder so irgendwie. Ja, aber wieso? Aber ich weiß auch nicht. Genau weiß ich es eben nicht. Und klar kann man das jetzt googeln, aber man kann ja auch einfach mal fragen, wie früher. Warum sind diese Bäume, diese jungen Bäume, die da eingepflanzt sind, warum sind die alle weiß angemalt? Ich muss diese Antwort auch weitergeben und würde mich freuen über eine Antwort, warum diese Bäume alle weiß angemalt sind. Aber nicht per Mail die Antwort, sondern per Brief, ne? Genau, per Brief. Ja. Nicht googeln, genau, sondern nachschlagen in der Bibliothek, dann bitte auf einen Brief schreiben, in einen Briefumschlag, dann Briefmarke drauf, das Ganze an den ZDF-Fernsehgarten, Stichwort Kiwi, Bäume, warum weiß, nach Mainz und ab die Post, dann den Brief nehmen, tatsächlich zu Hause richtig nehmen, so in die Hand nehmen, dann in das Badezimmer gehen, aufessen, auskacken, wegspülen und da freue ich mich schon auf Ihre Antworten. Die wir dann hören in 3 Wochen wieder da und wir vergessen das Thema nicht. Wir werden das auflösen. Ja. Nicht wie sonst. Ne? Ja. Also einfach nur das Thema, die Frage stellen, die Antwort, egal. Nee. Ich will das ja erstmal persönlich wissen und für alle, die jetzt ganz gespannt zu Hause sitzen, Nägel-Count Anfang des Jahres kaum überstehen, weil sie irgendwie diese Frage beantwortet haben wollen, denen werde ich natürlich Rechnung tragen und dann befriedigend sagen, so und so ist das. Wir müssen noch einen Trick machen, dass wir sagen, das kenne ich aus dem Callcenter, wenn man den Preis von dem Produkt nennt, dass man dann nicht sagt, das kostet 70 Euro, die Leute so, Herzinfarkt, 70 Euro. Man muss sagen, das kostet lediglich nur 70 Euro. Und das wäre mir jetzt wichtig, dass wir nochmal sagen, wir sind lediglich nur 3 Wochen nicht da. Ja. Nicht 5 weg, nicht 4 weg, sondern wir sind 3 Wochen weg. Wie viel? Lediglich 3 Wochen weg. Lediglich nur 3 Wochen. Klaas? Wir sind lediglich nur 3 Wochen weg und bis dahin wünschen wir Ihnen auch in dieser Zeit, in der wir Sie so ein bisschen auf sich selber gestellt alleine lassen, alles Liebe. Alles Gute. Schmitty, du bist ein schöner Mann. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.